Gut, wenn Sie sich an letzte Woche zurückerinnern, da ist es um das Thema Usability Testing gegangen. Und das ist auch ein Thema, bei dem ich heute noch in der Vorlesung bleiben möchte. Letzte Woche habe ich Ihnen begonnen, etwas darüber zu erzählen, worauf man bei der Vorbereitung und Planung von einem Usability Test achten sollte und was es da alles gibt, was man vorbereiten muss. Und heute möchte ich anschließen mit der nächsten Phase in so einem typischen Usability-Test, nämlich der Durchführung des eigentlichen Tests, der Durchführung der eigentlichen Test-Sessions mit den Testpersonen, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an so einem Usability-Test. Und ich möchte mir da drei Teilpunkte mit Ihnen heute anschauen. Einerseits den Ablauf von einer typischen Usability-Test-Session mit den Testpersonen. Dann ein zweiter Block, die Guidelines und Verhaltensrichtlinien für die Teammitglieder, die bei so einem Test mitmachen und die das Ganze abwickeln und operativ durchführen. Und zu guter Letzt ein Teilpunkt für heute noch die Datenerfassung. Welche Möglichkeiten es gibt, um jetzt Daten aus so einem Usability-Test zu gewinnen und sie aufzuzeichnen und festzuhalten. Danach gibt es noch zwei weitere Phasen in einem typischen Usability-Test, nämlich die Auswertung der Ergebnisse und die Kommunikation der Ergebnisse. Wird sich heute in der Vorlesung wahrscheinlich zeitlich nicht ausgehen, aber machen wir dann vielleicht nächste Woche in der Vorlesung. Beziehungsweise schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Bevor wir zur Durchführung gehen, aber vielleicht noch mal ganz kurz der Blick und die Wiederholung zur letzten Vorlesung von der letzten Woche, wo es um Vorbereitung und Planung gegangen ist. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass es bei der Vorbereitung und Planung von so einem Usability-Test eine ganze Reihe von Dingen gibt, die man berücksichtigen muss und an die man denken sollte. Und einerseits muss man sich natürlich überlegen, was will man überhaupt testen im Rahmen von diesem Usability-Test. Also man muss den Umfang von dem Test definieren. Man muss sich überlegen, welches Produkt wird evaluiert. Man muss sich auch in der Regel überlegen, welche Teile von einem Produkt man evaluieren möchte, weil die meisten Software-Systeme oder viele technische Systeme sind ganz einfach so komplex oder bieten eine solche Breite an Funktionalität an, dass es rein zeitlich gar nicht möglich ist, dass man das Produkt in seiner Gesamtheit, in seinem vollen Funktionsumfang im Rahmen von einem einzelnen Usability-Test evaluieren könnte. Das heißt, da ist es oft notwendig, dass man Schwerpunkte setzt, dass man sich auf bestimmte Teile des Systems konzentriert und fokussiert. Das sollte natürlich eine bewusste Überlegung und eine bewusste Entscheidung sein, dass man sich überlegt, was will ich mir anschauen und auch bewusst sich überlegt, was will ich mir nicht anschauen. Man sollte sich überlegen, welche konkreten Ziele man mit dem Usability-Test verfolgt, beziehungsweise welche konkreten Fragestellungen man untersuchen möchte. Und je konkreter diese Ziele und diese Fragestellungen definiert sind, je genauer Sie sich im Vorfeld überlegen, was Sie jetzt eigentlich herausfinden möchten, was Sie im Rahmen von diesem Usability-Test eigentlich lernen möchten, desto besser können Sie dann in Ihrer Planung und dem Testdesign dann natürlich auf diese Testziele eingehen und den Test so planen, dass Sie auch tatsächlich Antworten auf Ihre Fragen finden und dass da am Ende auch nützliche und gehaltvolle Ergebnisse rauskommen. Weil wenn man nicht weiß, wonach man eigentlich sucht oder wenn man nicht weiß, was man eigentlich herausfinden und lernen möchte, dann ist natürlich ein gewisses Risiko dabei, dass man am Ende nichts rausbekommt, weil man quasi im Blinden herumtappt und eigentlich gar keine genaue Vorstellung davon hat, was man jetzt eigentlich aus diesem Test gewinnen möchte. Man muss sich auch überlegen, welche Daten notwendig sind, um die Testziele zu erreichen, um die definierten Fragestellungen beantworten zu können. Und man muss sich auch überlegen, welche Maßeinheiten oder welche Metriken man anlegen kann, um diese Daten zu beurteilen und zu bewerten oder um denen Ausdruck zu verleihen. Man muss sich überlegen, in welchem Zeitrahmen ein Usability-Test stattfinden soll. Wie letzte Woche gesagt, ein Usability-Test ist typischerweise ein relativ langwieriges Unterfangen, das sich über mehrere Wochen dahin ziehen kann. Also ein gut vorbereiteter Usability-Test ist nicht etwas, was man an einem Tag machen kann, sondern das erstreckt sich über einen längeren Zeitraum typischerweise. Und es ist auch eine Art von Vorhaben, eine Art von Projekt, wo typischerweise eine größere Anzahl an Beteiligten involviert sind.
Einerseits auf Seite der Durchführenden im Team, das den Test durchführt, hat man es meistens mit einem kleinen Team von mehreren Personen zu tun. Andererseits aber auch die Abhängigkeit von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die natürlich ebenfalls in diesem Test eingeplant und eingetaktet und zeitlich eingeplant werden müssen. Das heißt, man muss sich da überlegen, wie ist jetzt der generelle Zeitplan von so einem Usability-Test. Man muss sich überlegen, welche konkreten Arbeitsaufgaben die Testpersonen während der Testsession erledigen sollen. Also ein Usability-Test zur Wiederholung läuft ja üblicherweise so ab, dass eben den Testpersonen bestimmte konkrete Aufgabenstellungen gegeben werden, vorgegeben werden und dass die Testpersonen diese Aufgabenstellungen selbstständig erledigen sollen. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass man sich überlegt, welche Aufgaben sind das überhaupt? Einerseits, um eben die notwendigen Daten, die notwendigen Erkenntnisse aus dem Test gewinnen zu können und um die Testziele erreichen zu können. Und diese Tasks, diese Arbeitsaufgaben, die man den Testpersonen gibt, das sind ein ganz, ganz wesentliches Steuerungselement, mit dem sie den Fokus von ihrem Usability-Test auf bestimmte Aspekte legen können. Also das ist ein ganz wesentlicher und heikler Aspekt, den man sich gut überlegen sollte in der Vorbereitung und Planung von so einem Usability-Test. Man muss sich natürlich auch überlegen, wer jetzt schlussendlich an so einem Test teilnehmen soll, wer die Testpersonen sind, wer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein sollen. Man muss sich überlegen, ob es bestimmte Anforderungen an die Testpersonen gibt, die sie erfüllen müssen und die sie mitbringen sollen. Also zum Beispiel so etwas wie ein domänenspezifisches Fachwissen oder Vorkenntnisse mit einem bestimmten Produkt oder ein generelles Niveau an Computererfahrung oder an Erfahrung in der Bedienung von technischen Systemen und so weiter. Und man muss sich auch überlegen, wie man die Testpersonen konkret rekrutiert, also wie man die dazu bewegen und motivieren kann, sich für den Test zur Verfügung zu stellen. Man muss sich überlegen, welches Equipment und auch welche Räumlichkeiten man braucht, um den Test durchzuführen. Und zu guter Letzt muss man sich natürlich auch überlegen, wie dann die einzelnen Test-Sessions im Detail ablaufen sollen und welche Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Testteams es gibt. Und wer welche Rollen und Verantwortlichkeiten übernimmt und welche Verhaltensrichtlinien es für die einzelnen Teammitglieder gibt. Also eine ganze Reihe von Dingen, die man sich in der Vorbereitung und Planung von einem Usability-Test überlegen muss, um einen reibungslosen Ablauf von dem Ganzen zu gewährleisten und insbesondere auch, damit man am Ende gehaltvolle und nützliche Ergebnisse, die einem auch was bringen, am Ende rausbekommt. Und diese Liste an Testmaterialien, die Sie hier auf den nächsten Folien sehen, die können Sie auch im Rahmen vom Übungsbeispiel als so etwas wie eine Checkliste verwenden, damit Sie sich eben anschauen können, ob Sie alles vorbereitet haben an Testmaterialien, die man typischerweise für so einen Usability-Test braucht. Das erste ist das Orientierungsskript, das Sie hier auf der Folie sehen. Und das ist quasi so etwas wie die Einleitung, die man den Testpersonen zu Beginn einer Test-Session gibt. Und das ist quasi so etwas wie das Briefing der Testpersonen, das Briefing der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Test, wo man ihnen alles sagt, was sie für den Test wissen sollten, damit sie sich quasi orientieren können und damit sie wissen, was da jetzt während dieser Test-Session auf sie zukommt. Und für dieses Briefing, für diese Orientierungsphase bietet es sich an, dass man sich ein konkretes Orientierungsskript vorbereitet und zusammenstellt und runterschreibt, dass man dann den Testpersonen einfach nur mehr vorlesen muss. Also ich würde Ihnen da wirklich empfehlen, dass Sie da tatsächlich eine halbe Seite oder eine Seite Fließtext ausformuliert vorbereiten und wenn dann die Test-Sessions beginnen, dann nehmen Sie einfach diesen Ausdruck vom Orientierungsskript zur Hand und lesen das den Testpersonen vor. Sie können natürlich auch, wenn Sie sich die Arbeit sparen wollen, da jetzt einen langen Text zu schreiben, dann kann man auch ganz einfach eine kurze Checkliste mit stichwortartigen Punkten anlegen, damit man nicht den Überblick verliert, was man eben den Testpersonen sagen sollte. Aber auf jeden Fall sollte man sich das irgendwo schriftlich festhalten, diese Liste an wichtigen Punkten und Instruktionen, die man den Testpersonen mitgibt. Einerseits natürlich, damit man nichts vergisst, weil alles, was man den Testpersonen sagt, ist natürlich typischerweise wichtig für die Testpersonen. Und wenn man da irgendwelche wichtigen Punkte vergisst, dann kann das
den Ablauf vom Test verzerren oder es kann auch zu Problemen führen, es kann zu Missverständnissen führen und die Testpersonen verhalten sich dann vielleicht auf eine ungewünschte oder unerwartete Art und Weise und dadurch können dann natürlich auch die Ergebnisse verzerrt werden. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man das irgendwo dokumentiert und eindeutig festhält, damit man sicher sein kann, dass jede Testperson dieselben Instruktionen zu Beginn des Tests bekommt. Und insbesondere, wenn man jetzt bei jedem Test andere Moderatoren und Moderatorinnen hat, dann ist es umso wichtiger, dass man quasi ein standardisiertes Orientierungsskript für das Team vorbereitet, damit eben jeder Moderator und jede Moderatorin auch tatsächlich dasselbe Orientierungsskript und dasselbe Briefing verwendet. Der nächste Punkt auf der Folie ist dann der Background-Fragebogen. Das ist im Wesentlichen einfach so, dass wir einen Fragebogen, wo man allgemeine Informationen zu den Testpersonen abfragt. Wenn man ein sehr spezifisches Benutzerprofil für die Rekrutierung der Testpersonen definiert hat, dann kann es auch sinnvoll sein, dass man diesen Background-Fragebogen bereits während der Rekrutierung der Testpersonen ausgibt, quasi als eine Art Screening-Fragebogen, anhand dessen man überprüfen kann, ob die Leute, die man da angeschrieben hat, überhaupt die notwendigen Vorbedingungen, die notwendigen Eigenschaften erfüllen, um am Test teilnehmen zu können. Alternativ kann man aber, wenn es jetzt nicht irgendwie ein spezifisches Screening braucht oder wenn Sie schon wissen, dass die Testpersonen, die Sie da angeschrieben haben, Ihren Ansprüchen und Ihrem Benutzerprofil entsprechen, kann man diesen Background-Fragebogen dann auch zu Beginn vom Usability-Test, also zu Beginn der Test-Session ausgeben. Und da findet man typischerweise so Sachen drinnen wie demografische Daten, wie eben zum Beispiel Alter und Geschlecht der Testpersonen, vielleicht auch so etwas wie Computererfahrung, also wie geübt schätzen sich die Leute im Umgang mit Computern oder mit digitalen Technologien ein. Vielleicht auch so Dinge wie höchste abgeschlossene Ausbildung, Beruf, in dem man tätig ist und so weiter. Also allgemeine Hintergrundinformationen zu den einzelnen Testpersonen, damit man sich dann auch als Leser oder Leserin vom Testbericht ein Bild davon machen kann, wer sind denn eigentlich die Leute, die da jetzt als Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Test mitgemacht haben. Der nächste Punkt auf der Liste ist dann der Pre-Test-Fragebogen und das ist typischerweise ein Fragebogen, den man eben vor Beginn der Test-Session ausgibt, wo man Informationen einholen kann, zum Beispiel Eindrücke, die vor dem eigentlichen Test bestehen. Also wenn man zum Beispiel den Ersteindruck von einem System erheben möchte oder wenn man produktspezifische Informationen erheben möchte und so weiter und so fort. Pre-Test-Fragebogen braucht man nicht immer, braucht man nicht bei jedem Usability-Test, kann aber manchmal sinnvoll und nützlich sein, beziehungsweise kann er gegebenenfalls auch direkt mit dem Background-Fragebogen kombiniert werden, weil eben beides quasi vor der Test-Session typischerweise ausgegeben wird. Der nächste Punkt, das nächste Material, das man vorbereiten sollte, ist dann eben die Taskliste, also die Liste an einzelnen Arbeitsaufgaben, die dann während der Test-Session an die Testpersonen ausgegeben wird. Diese Tasks sollten sich idealerweise aus realistischen Szenarien ableiten, damit sie quasi eine realistische, praxisnahe Verwendung des untersuchten Systems widerspiegeln, dass sie das gut reflektieren, wie ein System auch tatsächlich in der Praxis, in der realen Welt verwendet wird. Und für die Vorbereitung von dieser Taskliste ist es empfehlenswert, dass Sie jede einzelne Arbeitsaufgabe auf einem eigenen Blatt Papier vorbereiten. Also nicht eine Liste mit 10 Tasks, die dann alle auf einem Zettel draufstehen, sondern wirklich ein eigenes Blatt Papier für jede einzelne Aufgabe. Und wichtig auch, wie das letzte Mal schon angesprochen, wenn Sie die Task-Anweisungen für die Testpersonen formulieren, achten Sie darauf, dass Sie nicht eine schrittweise Anleitung einbauen, wie die Testpersonen jetzt vorgehen sollen, sondern beschreiben Sie nur das Ziel, das die Testpersonen erreichen sollen. Also beschreiben Sie, was am Ende rauskommen soll, aber beschreiben Sie nicht, wie die Testpersonen dieses Ziel erreichen können. Weil wenn Sie den Leuten eine schrittweise Arbeitsanleitung geben, was sie jetzt schrittweise machen sollen, dann schränken Sie natürlich das autonome Handeln der Leute sehr stark ein und dann überprüfen Sie im Wesentlichen nicht mehr, ob die Testpersonen in der Lage sind, die Aufgaben selbstständig zu erfüllen, sondern sie überprüfen einfach nur mehr, ob die Testpersonen in der Lage sind, ihren Anleitungen und Instruktionen zu folgen.
Gut, der nächste Punkt braucht man nicht immer, kann manchmal nützlich oder notwendig sein, dass man vielleicht Trainingsmaterial vorbereitet. Je nachdem auch, ob es jetzt also für sehr komplexe Computersysteme oder für Softwaresysteme, wo man davon ausgeht, dass Benutzerinnen und Benutzer typischerweise eine Einschulung oder eine Einführung bekommen, kann es auch notwendig sein, dass man eben diese Trainingsphase einbaut. In vielen Fällen wird man wahrscheinlich darauf verzichten, weil man in der Regel eher daran interessiert ist, im Rahmen von einem Usability-Test sich anzusehen, wie die Leute jetzt bei einem Erstkontakt, ohne dass sie etwas über das System wissen, damit interagieren würden. Also in manchen Fällen notwendig, meistens kann man wahrscheinlich auf so eine Trainingsphase, oder meistens ist es wahrscheinlich sogar empfehlenswert, auf so eine Trainingsphase eher zu verzichten, damit die Leute eben möglichst selbstständig mit dem System arbeiten. Was man auch manchmal braucht, Non-Disclosure Agreements, also quasi, dass man die Leute zu einer Verschwiegenheit anregt. Das ist insbesondere dort wichtig, wo es darum geht, dass ein System vielleicht noch in der Entwicklung ist, dass das noch nicht irgendwo am Markt öffentlich angekündigt wurde, wo es quasi auf Seite der Entwicklerinnen und Entwickler oder auf Seite des Unternehmens so etwas wie ein Geheimhaltungsinteresse gibt, wo man verhindern möchte, dass die Leute dann darüber sprechen, was da während des Usability-Tests passiert ist. Wird man nicht immer brauchen, aber eben manchmal. Dann wird man in der Regel auch brauchen eine Einverständniserklärung zur Aufzeichnung von Daten. Also bei Usability-Tests werden natürlich Daten erhoben, Daten gesammelt. Das können Fragebögen sein, das können eben diese soziodemografischen Angaben zur Person sein, das können auch Videoaufzeichnungen, Audioaufzeichnungen, Screen Recordings und so weiter sein. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass Sie da zuerst das Einverständnis der Testpersonen einholen, dass die ihnen auch die Zustimmung geben, dass sie sie aufzeichnen. Ist jetzt in den letzten Jahren ein noch viel dringenderes und ein noch viel wichtigeres Thema geworden, weil durch die Datenschutzgrundverordnung haben eben alle Menschen sehr hohe Schutzansprüche auf den Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer persönlichen Daten. Das heißt, da ist inzwischen auch der rechtliche Druck sehr hoch, dass man sich quasi absichern muss, dass man die Einverständniserklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einholt. Und wichtig ist auch typischerweise, wenn man dieses Einverständnis einholt, dass man darin auch darauf hinweist, was mit den erhobenen Daten passiert, dass sie den Leuten zum Beispiel versichern, dass die Daten nur in anonymisierter Form oder in aggregierter Form nach außen kommuniziert werden, dass sie den Leuten auch sagen, wie lange die Daten aufbewahrt werden und ob oder wann die dann vielleicht gelöscht werden, also dass man zum Beispiel sagt, nach Ende des Tests und nach Ende der Auswertung werden sämtliche Aufzeichnungen von uns gelöscht. Und auch der Hinweis darauf, dass sämtliche Testpersonen natürlich ein Recht darauf haben, auf Löschung ihrer Daten zu bestehen, wenn sie sich im Nachhinein anders überlegen. Also dass die quasi ihr Einverständnis auch jederzeit wieder zurückziehen können. Dann der nächste Punkt, typischerweise werden bei Usability-Tests immer auch Notizen, schriftliche Notizen angefertigt und dafür ist es sinnvoll, dass man sich Logging-Sheets vorbereitet, also quasi sowas wie Formulare, in die man dann in strukturierter Art und Weise seine Beobachtungen während des Tests festhalten und strukturiert aufschreiben kann. Komme ich auch später in der heutigen Vorlesung nochmal darauf zurück. Dann typischerweise bei den meisten Usability-Tests gibt es auch Post-Test-Fragebögen. Das sind quasi Fragebögen, die man an die Testpersonen ausgibt, nachdem sie die Arbeitsaufgaben erledigt haben, nachdem sie quasi mit dem System fertig sind, mit dem fertig interagiert haben, nachdem sie quasi die Arbeitsaufgaben vollständig, komplett abgeschlossen haben, dass man einen Fragebogen ausgibt, um ganz einfach die persönliche Meinung oder die subjektiven Eindrücke der Testpersonen zu erheben, um kritische Designaspekte oder offene Fragen zu beleuchten, alles, was ihnen interessant und erhebenswert erscheint. Und es gibt auch eine Vielzahl an standardisierten, etablierten Fragebögen, die man da verwenden kann. Und da komme ich auch später dann heute noch in der Vorlesung darauf zurück. Zu guter Letzt, nach den Post-Test-Fragebögen findet normalerweise auch noch ein Debriefing mit den Testpersonen statt, wo man eben die Möglichkeit hat, offene Fragen zu klären
um mit den Testpersonen zu sprechen. Und manchmal ist es auch sinnvoll, dass man einen Interviewleitfaden für dieses Debriefing vorbereitet, um eben ein strukturiertes Interview mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Ende vom Test durchführen zu können. Und zu guter Letzt sollte man sich auch eine Checkliste vorbereiten, in der ganz einfach der chronologische Ablauf der einzelnen Testsessions festgehalten ist, damit man ganz einfach nichts vergisst, damit man den reibungslosen Ablauf der Testsessions gewährleisten kann und insbesondere auch, damit man gewährleisten kann, dass der Ablauf in jeder einzelnen Testsession für jede einzelne Testperson immer gleich ist, dass es da keine Unterschiede gibt. Gut, so viel zum Testmaterial, das man typischerweise für einen Usability-Test vorbereiten sollte. Und quasi das war jetzt das, was ich von der letzten Vorlesung noch nachgeholt habe. Kommen wir als nächstes zur Durchführung der eigentlichen Test-Sessions. Das ist quasi so der Kern vom eigentlichen Usability-Test. Das ist das, wofür man das Ganze macht. Das ist das, wo man etwas lernt. Das ist so, ja, wie gesagt, der Kern von einem Usability-Test. Das ist der Teil, wo man mit den Testpersonen zusammensitzt, ihnen die Aufgaben gibt, sie bei der Arbeit beobachtet und aus dieser Beobachtung Erkenntnisse und Daten gewinnen möchte. Und der Ablauf von so einer Testsession ist eigentlich typischerweise recht einheitlich. Also die folgen normalerweise eigentlich einem sehr einheitlichen Ablauf. Diesen Ablauf, den möchte ich jetzt kurz mit Ihnen durchgehen. Zuallererst natürlich beim Erstkontakt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sollte man die einmal begrüßen. Das gebietet einen die Höflichkeit oder der freundliche zwischenmenschliche Umgang. Es ist klar, dass man die Leute begrüßen sollte. Und das ist aber ein gar nicht so unwichtiger Punkt, weil dieser Erstkontakt, diese Begrüßung der Testpersonen ist etwas, was natürlich auch sehr maßgeblich den ersten Eindruck der Testpersonen von einem Usability-Test prägt. Und deshalb sollte man da auch darauf achten, dass man quasi eine passende Atmosphäre für den Usability-Test bereits während der Begrüßung etabliert. Beziehungsweise ist es auch so ganz allgemein, wenn man einen Usability-Test durchführt, ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man eine angenehme und eine entspannte Atmosphäre, eine angenehme und entspannte Situation für die Testpersonen erzeugt und bereitstellt. Einerseits natürlich auch wieder eine Frage der Freundlichkeit, eine Frage des angemessenen zwischenmenschlichen Umgangs. Andererseits aber auch, weil es wichtig ist, dass die Menschen, die Testpersonen, die beim Test mitmachen, einigermaßen entspannt sind, dass die nicht angespannt oder nervös sind. Man darf ja nicht vergessen, ein Usability-Test ist, glaube ich, kann man sagen, eine wahrscheinlich eher ungewöhnliche Sache für die meisten Menschen. Also die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben bei einem Usability-Test mitgemacht. Und die meisten Menschen haben wahrscheinlich auch keine sehr gute Vorstellung davon, was ein Usability-Test überhaupt ist. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass man da wahrscheinlich mit einer gewissen Nervosität an die Sache herangeht, mit einer gewissen Unsicherheit. Man weiß nicht wirklich, was einen da erwartet und was da auf einen zukommt. Und deshalb ist es wichtig, dass man ganz einfach für eine angenehme, entspannte Atmosphäre sorgt, weil wenn die Leute nervös sind, wenn die angespannt sind, wenn die Angst davor haben, was da jetzt mit ihnen passiert, dann kann das auch die Ergebnisse verfälschen. Dann kann das auch die Arbeitsweise der Menschen während des Tests natürlich beeinflussen. Wenn die sehr aufgeregt sind, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass die Leute sich viel mehr Mühe geben, dass sie viel konzentrierter arbeiten, dass sie vielleicht auch viel geduldiger sind und viel länger versuchen, Probleme zu lösen, als sie das sonst vielleicht zu Hause alleine machen würden. Und dass dadurch vielleicht der Eindruck entsteht, dass die Usability besser ist, als sie tatsächlich ist, weil eben die Leute sich besonders viel Mühe geben und besonders konzentriert arbeiten. Beziehungsweise umgekehrt ist es natürlich auch so, dass viele Leute ganz einfach mit Stress und mit Druck dann oft nicht wahnsinnig gut umgehen und dass sie dann vielleicht nervös sind und Schlampigkeitsfehler machen oder sich nicht so gut konzentrieren können. Und das wiederum kann dann auch dazu führen, dass die Ergebnisse vielleicht schlechter ausfallen, als es eigentlich angemessen wäre, weil die Leute eben Fehler machen, die ihnen deshalb passieren, weil sie sich unwohl fühlen, weil sie sich nicht konzentrieren können, weil sie nervös sind, weil sie Angst haben, weil sie Schlampigkeitsfehler machen und so weiter. Und deshalb ist es eben ganz einfach wichtig, dass man für eine angenehme, neutrale,
entspannte Atmosphäre sorgt, wo die Leute auch das Gefühl haben, dass sie da jetzt in einem sicheren Raum, in einem sicheren Umfeld arbeiten und die Aufgaben erledigen können. Wenn man dann die Begrüßung hinter sich hat, ist der nächste Punkt, dass man eben typischerweise einen Stapel von Formularen und Zetteln hat, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also eben zum Beispiel so etwas wie ein Non-Disclosure Agreement, dass die Testpersonen natürlich ganz zu Beginn der Testsession, bevor sie irgendwas erfahren, bevor ihnen irgendwas gezeigt wird, unterschreiben sollten. Dass man auch ganz zu Beginn gleich die Erlaubnis, die Zustimmung zur Aufzeichnung der Daten einholt und auch, dass man typischerweise ganz zu Beginn gleich den Background-Fragebogen ausgibt, um eben diese soziodemografischen Hintergrunddaten zu erheben. Nach dem Ausfüllen von den einleitenden Dokumenten ist dann üblicherweise der nächste Schritt, dass man eben das zuvor bereits erwähnte Orientierungsskript vorliest. Und in diesem Orientierungsskript geht es eben darum, dass man den Testpersonen alles mitteilt und alles kommuniziert, was sie wissen müssen für den Usability-Test und für den Ablauf des Usability-Tests, dass sie sich ein Bild davon machen können, was da jetzt in den nächsten 1-2 Stunden auf sie zukommt, dass sie wissen, was von ihnen erwartet wird, dass man ihnen auch Handlungsanweisungen gibt, wenn sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten sollen, wie eben zum Beispiel dieses Thinking Aloud Protocol, auf das ich erst nachher noch einmal zurückkommen werde. Und gegebenenfalls auch oder üblicherweise auch, dass man ihnen zumindest einen groben Überblick, eine grobe Einführung darüber gibt, welches Produkt überhaupt getestet wird und welche Ziele man mit diesem Test verfolgt und was man damit überhaupt erreichen und bezwecken möchte. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist, dass man den Testpersonen an dieser Stelle mitteilen sollte, dass nicht sie getestet werden, sondern dass das Produkt, dass das System, der Untersuchungsgegenstand getestet wird. Das findet man eigentlich in so ziemlich jedem Artikel und in jedem Buch über Usability Engineering als ganz, ganz wichtigen zentralen Hinweis, dass man die Leute darauf aufmerksam machen soll, nicht sie werden getestet, sondern das Produkt wird getestet. Das ist auch wieder wichtig, damit man den Leuten eben das Gefühl gibt, sie können da jetzt nichts falsch machen und sie sollen sich einfach möglichst natürlich verhalten, so wie sie sich auch verhalten würden, wenn sie jetzt zu Hause oder im Büro sitzen und alleine selbstständig mit dem System interagieren würden. Und das ist vor allem deshalb auch so wichtig, weil, glaube ich, sehr leicht bei den Testpersonen da ein falscher Eindruck entstehen kann. Weil ein Usability-Test, das heißt ja schon Test, da steckt das Wort Test schon drinnen. Und wenn man das Wort Test hört, dann glaubt man im ersten Moment natürlich, man wird selber getestet, man wird da jetzt selber irgendwie überprüft, so wie bei einer Prüfung oder wie bei einem Test, wo man sich quasi selber beweisen und selber bewähren muss und wo man selber zeigen muss, was man kann und wo man alles richtig machen soll. Und darum geht es eben ausgerechnet nicht bei einem Usability-Test. Bei einem Usability-Test geht es nicht darum, die Menschen, die Testpersonen zu testen, sondern es geht eben darum, das Produkt zu testen. Also an der Stelle dieser nachdringliche Hinweis einerseits, dass Sie sich darüber bewusst sind, dass Sie sich das auch vergegenwärtigen, dass das so ist und andererseits, dass Sie das den Testpersonen an der Stelle mitgeben sollen. Gut, wenn dann die Leute gebrieft sind, wenn sie ihre Einführung bekommen haben, wenn sie ihr Orientierungsskript vorgelesen haben, dann ist der nächste Punkt typischerweise, dass man sonstige Dokumente ausfüllen lässt, so etwas wie einen Pretest-Fragebogen, wenn es einen gibt. Wie gesagt, man wird nicht immer einen Pretest-Fragebogen haben, beziehungsweise manchmal wird es auch so sein, dass man diesen Pretest-Fragebogen mit dem Background-Fragebogen kombinieren kann. Der nächste Schritt ist dann quasi die Vorbereitung und Einführung der Testpersonen im Usability-Labor, also Labor im Sinn von der Ort, wo der Test dann stattfindet, wo quasi das ganze Equipment für die Arbeit der Testperson aufgebaut ist. Und sehr häufig ist es so, dass bei einem Usability-Test mehr als ein Beobachter oder eine Beobachterin dabei ist. Das heißt, da stehen dann mehr Leute in dem Raum herum und da ist es natürlich wichtig, dass man den Leuten sagt, wer diese Menschen sind, die sich da in dem Raum mit ihnen befinden und was die machen und wieso die ihnen dabei zuschauen. Auch wieder einfach eine Frage, dazu oder auch wieder dafür wichtig, dass sich die Testpersonen einfach entspannen können, weil das ist natürlich ziemlich unangenehm, wenn man am Raum ist und da schauen einem drei Leute bei der Arbeit zu und man weiß gar nicht, wer die sind und was die da machen. Also auch wieder einfach, um eine angenehme Atmosphäre sicherzustellen. Und andererseits als nächstes dann eben auch die Erklärung der Testeinrichtung für die Testperson, dass sie weiß, welches Equipment ihr zur Verfügung steht, was sie damit machen kann, wie sie damit interagieren kann. Dann eben manchmal nach der Einführung im Usability-Labor kann es manchmal notwendig oder sinnvoll sein, dass man den Testpersonen ein vorbereitendes Training gibt. Kann manchmal notwendig sein, um eben die Testpersonen mit dem Produkt vertraut zu machen.
ist aber nicht immer notwendig, beziehungsweise in manchen Fällen ist es wahrscheinlich sogar eher hinderlich, dass man den Testpersonen ein langes Training gibt, wenn das jetzt nicht irgendwie einer realen Nutzung von dem System entspricht oder wenn man vor allem darauf schauen möchte, wie jetzt eben der Erstkontakt mit dem System stattfindet und wieder passiert. Nach diesen ganzen vorbereitenden, einleitenden Schritten in der Testsession geht es dann an den eigentlichen Kern der Sache, nämlich an die Ausgabe der einzelnen Tasks, an die Ausgabe der einzelnen Task-Szenarien. Das heißt, das sind die Aufgaben, die dann eben die Testpersonen während des Tests erledigen sollen. Und hier auch wieder der wichtige Hinweis, diese Tasks, die Sie an die Testpersonen ausgeben, die sollten Sie einzeln, schriftlich und sequenziell ausgeben. Also wie vorhin schon betont, bereiten Sie jeden einzelnen Task als eigenen Zettel Papier vor. Und warum ist das so wichtig? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Liste mit 10 Tasks haben und Sie schreiben diese 10 Tasks einfach einen nach dem anderen auf einen A4-Zettel und drücken diesen A4-Zettel der Testperson in die Hand. Was wird die Testperson als allererstes machen? Alle Aufgaben durchlesen, ganz genau. Das ist, glaube ich, ganz natürlich und ganz menschlich, wenn man ihnen eine Liste mit 10 Aufgaben gibt, dass sie sich mal alle 10 Aufgaben durchlesen. Und das ist aber relativ problematisch, und zwar in mehrerer Hinsicht problematisch. Erstens ist das Problem, wenn die Leute alle Tasks sich anschauen können, dann wissen sie quasi schon Dinge, die sie noch gar nicht wissen sollen. Dann führt das zum Beispiel dazu, wenn sie die ersten Tasks erledigen, dass sie während der Interaktion mit dem System vielleicht schon im Hinterkopf haben, was sie als nächstes tun müssen, vielleicht die Augen offen halten nach irgendwelchen Buttons, nach Seiten, nach Formularen, die sie dann später vielleicht brauchen können. Das heißt, da wird dann ein umso ausgeprägterer Lerneffekt von einem Task zum nächsten eben auftreten, weil die Leute eben quasi vorausschauend schon in der Interaktion sich überlegen können, was brauche ich als nächstes, was brauche ich für den zweiten, dritten, vierten, fünften Task und so weiter. Das andere Problem ist auch, wenn Sie alle Tasks auf einmal ausgeben, dann ist das Risiko relativ groß, dass Sie die Kontrolle über den Ablauf der Test-Session und über die Kontrolle über den Ablauf der einzelnen Tasks verlieren. Weil dann könnte es natürlich auch sein, dass die Leute sich plötzlich sagen, okay, ich fange jetzt einfach mit dem fünften Task an, weil ich bin schon am richtigen Bildschirm und mache jetzt einfach dort weiter. Also dass sie quasi die Chronologie der einzelnen Tasks durcheinander bringen oder dass sie vielleicht zwei Tasks miteinander vermischen und auf einmal gleichzeitig an zwei Tasks arbeiten. Und, sie verlieren dann quasi die Kontrolle darüber, dass sie das verhindern können, wenn man alle Tasks auf einmal ausgibt. Und deshalb ist es eben empfehlenswert und besser, dass man jeden einzelnen Task nacheinander einzeln sequenziell ausgibt und dass die Testperson wirklich immer nur den einen Task vor Augen hat, an dem arbeitet und erst wenn sie fertig ist, gibt man ihr die nächste Arbeitsaufgabe an die Hand. Und idealerweise sollte man diese Tasks auch schriftlich ausgeben, damit die Testpersonen eben jederzeit die Möglichkeit haben, nachzulesen, was sie eigentlich tun sollen, wenn man was vergisst oder wenn man sich nicht mehr sicher ist, was jetzt eigentlich die Aufgabe gerade ist. Und wenn man dann die einzelnen Tasks oder wenn man dann den ersten Task an die Testperson ausgegeben hat, dann geht es quasi so richtig los und die Testpersonen sollen mit dem System arbeiten, um diese Aufgaben zu erledigen. Als Beobachter oder Beobachterin, beziehungsweise als Moderator oder Moderatorin wird man an dem Punkt normalerweise die Startzeit aufnehmen. Man wird die Testperson bei der Arbeit beobachten und kritische Daten sammeln, Beobachtungen festhalten, Zitate, die relevant sind und so weiter und so fort. Das heißt, das ist jetzt die Phase, wo man quasi Daten sammelt und wo man sie aufzeichnet und wo man auch vor allem darauf achten muss, dass alle Instrumente zur Datensammlung auch tatsächlich gestartet sind und dass alle Aufzeichnungen auch tatsächlich gemacht werden, die gemacht werden sollen. Wenn jetzt eben die Tasks abgearbeitet sind, also wenn quasi der Kern von der Test-Session fertig ist, dann ist eben typischerweise, dass man das Ganze noch finalisiert mit den Testpersonen. Da ist es eben so, bei den meisten Usability-Tests wird man einen Post-Test-Fragebogen oder vielleicht auch mehrere Fragebögen haben, die die Testperson nach dem Test ausfüllen soll. Und da bietet es sich an, dass man diese Fragebögen direkt im Anschluss an die Erledigung der Aufgaben an die Testperson ausgibt, ohne dass man davor mit ihnen lang herumdiskutiert oder mit ihnen redet, damit der Eindruck eben möglichst frisch und unmittelbar und gleichzeitig auch möglichst unbeeinflusst von ihnen ist, dass die Leute quasi möglichst unmittelbar und unbeeinflusst ihre Eindrücke und ihre Meinungen in diesem Post-Test-Fragebogen angeben können. Wenn dann die Fragebögen ausgefüllt sind, dann gibt es normalerweise noch eine kurze Debriefing-Phase, wo man eben die Möglichkeit hat, offene Fragen zu klären. Einerseits offene Fragen ihrerseits, die Sie an die Testperson haben. Also wenn während des Tests irgendwas passiert ist,
was sie sich nicht erklären können oder was sie verwirrt oder wo sie Fragen dazu haben, dann ist das der Zeitpunkt, wo sie die Testpersonen eben dazu befragen können. Beziehungsweise umgekehrt natürlich auch, wenn die Testpersonen selber Fragen haben, dann ist das jetzt auch die Zeit oder die Phase, wo die Testpersonen diese Fragen an sie stellen können und wo sie ihnen die Fragen beantworten können. Und das ist auch wieder gar nicht so unwichtiger Phase oder gar nicht so unwichtiger Punkt, weil man darf nicht vergessen, es kann durchaus sein, dass das die letzte Chance ist, wo sie diese Fragen stellen können. Also je nachdem, wie gut sie die Testpersonen kennen, wenn sie die persönlich kennen und wenn sie dann Kontaktdaten haben, dann ist es vielleicht einfacher, dass man die einfach anruft oder in einer E-Mail schreibt, wenn man im Nachhinein noch auf Fragen draufkommt. Aber unter Umständen kann es durchaus schwierig werden, dass man die Testpersonen dann nachher noch einmal quasi erreichen kann. Und wenn man da dann in dieser Debriefing-Phase irgendwas vergessen hat, dann kann es einerseits schwierig werden, diese offenen Fragen noch zu klären, beziehungsweise wenn sie dann erst eine Woche später oder zwei Wochen später an die Testpersonen herantreten und in Fragen stellen, dann werden die sich auch nicht mehr so gut daran erinnern können und sie werden keine so guten Antworten mehr bekommen. Das heißt, alles, was an offenen Fragen während so eines Tests anfällt, am besten direkt im Anschluss während dieser Debriefing-Phase klären und mit den Testpersonen besprechen. Danach bedankt man sich normalerweise, verabschiedet sich, auch wieder eine Frage des guten Umgangs mit seinen Mitmenschen, wenn man so will. Eventuell gibt es irgendeine kleine Aufmerksamkeit, ein kleines Geschenk, eine Schachtel Pralinen oder einen Gutschein oder was auch immer, um sich für die Zeit, die einem da von den Testpersonen zur Verfügung gestellt wurde, erkenntlich zu zeigen. Und zu guter Letzt, wenn die Testpersonen dann quasi verabschiedet und wieder draußen sind, auch ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass man sämtliche Daten und sämtliche Aufzeichnungen und sämtliche Notizen einsammelt und strukturiert und irgendwo strukturiert in einem Ordner ablegt, weil oft ist es natürlich so, dass man mehrere Test-Sessions an einem Tag durchführt, dass da quasi dass sich quasi die Testpersonen nacheinander die Klinke in die Hand geben. Und da bekommt man auch relativ viel an Daten raus bei so einem Usability-Test, vor allem oft auch in unterschiedlichen Medien. Das können handschriftliche Notizen sein, das können Videoaufzeichnungen sein, oder Audioaufzeichnungen, Screen Recordings, die können dann auf verschiedene Aufnahmegeräte verteilt sein. Das heißt, diese Daten, die muss man dann am Ende auch konsolidieren und irgendwo strukturiert ablegen, damit man sie einerseits nicht verliert, und damit man andererseits aber auch die Zuordnbarkeit von den Aufzeichnungen zu einer bestimmten Testsession gewährleisten kann, damit man nicht durcheinander kommt und am Ende nicht mehr weiß, okay, war das jetzt Testperson 1 oder 2, auf die sich diese Notizen beziehen. Wie vorhin schon angesprochen, gibt es auch gewisse Handlungsanweisungen, die man typischerweise den Testpersonen mitgibt oder beziehungsweise gewisse Methodiken, an die sich die Testpersonen halten sollen. Und eine solche Methodik, die man eigentlich bei fast jedem Usability-Test einsetzt oder einsetzen kann oder einsetzen sollte, ist die sogenannte Thinking Aloud-Methode. Und der Name von dieser Methode ist eigentlich eh schon ziemlich selbsterklärend. Beim Thinking Aloud geht es ganz einfach darum, dass die Testpersonen laut aussprechen bei der Erledigung von den Aufgaben, was ihnen gerade durch den Kopf geht, dass sie ihre Überlegungen und ihre Gedanken laut aussprechen. Und das ist eben wahnsinnig, wahnsinnig nützlich, weil es ihnen als Beobachterinnen und Beobachter beim Test quasi einen Einblick in den Kopf der Leute, in den Kopf der Testperson gibt, weil sie damit besser verstehen können, welche Überlegungen die Testperson gerade anstellt, weil die Überlegungen für sie dadurch ein Stück weit zumindest beobachtbar werden, weil man damit wahnsinnig viele Erklärungen auch geliefert bekommt, warum bestimmte Probleme auftreten, beziehungsweise warum sich die Testpersonen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, beziehungsweise auch, wo es Überraschungen gibt, wo mit der Erwartungshaltung der Testpersonen gebrochen wird. Und diese Erklärungen, was den Leuten quasi durch den Kopf geht, die sind ganz einfach wahnsinnig nützlich als qualitativer Input, um ihnen Erklärungen zu liefern, weshalb und warum Usability-Probleme auftreten und in weiterer Folge dann meistens auch gleich Hinweise liefern, wie man diese Probleme lösen könnte, weil sie quasi die Ursachen verstehen, weil sie die Ursachen erklärt bekommen von den Testpersonen. Und bei diesem Thinking-Aloud-Protokoll ist es natürlich notwendig, dass man die Leute darauf aufmerksam macht. Das muss man den Testpersonen sagen, weil von selber wird das keiner machen, weil es ist natürlich unnatürlich. Also wenn sie allein zu Hause vor dem Computer sitzen und arbeiten, dann sprechen sie nicht ständig mit, was ihnen durch den Kopf geht. Und deshalb ist es wichtig, eben, dass man die Testpersonen darauf aufmerksam macht, dass sie das machen sollen. Und bei diesem Thinking-Aloud-Protokoll oder bei dieser Thinking-Aloud-Methode kann man auch ganz grundlegend unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Ansätzen, die man verfolgen kann, nämlich
dem Concurrent Thinking Aloud und dem Retrospective Thinking Aloud. Concurrent ist quasi gleichzeitiges Thinking Aloud und Retrospective ist rückblickend. Beim Concurrent Thinking Aloud funktioniert es so, dass die Testpersonen quasi während der Erledigung der Arbeitsaufgaben direkt laut aussprechen und mitreden, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Und beim Retrospective macht man das nicht direkt während der Erledigung der Aufgaben, sondern man macht es erst nach der Erledigung aller Aufgaben. Also die Testpersonen erledigen alle Arbeitsaufgaben der Reihe nach, ohne dass sie laut mitreden und ohne dass sie aufgefordert werden, laut mitzureden. Und erst wenn sie quasi fertig sind mit der Erledigung der Aufgaben, erst dann geht man mit den Testpersonen durch, was sie sich dabei gedacht haben. Idealerweise anhand von Screen Recordings und Videoaufzeichnungen, damit die Leute sich auch nochmal anschauen können, was sie eigentlich gemacht haben. Und beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Der Nachteil von insbesondere Concurrent Thinking Aloud ist natürlich, dass es unnatürlich ist, dass es ungewohnt ist für die Testpersonen. Das bedeutet eben auch, dass man die Leute darauf hinweisen muss, dass sie das machen sollen. Das bedeutet auch, dass man in der Praxis sehr, sehr häufig feststellen kann, dass die Leute darauf vergessen, dass sie dann mittendrin aufhören mitzureden. Dann muss man sich auch wieder daran erinnern, dass sie das machen sollen. Es kann auch dazu führen, dass sich die Arbeitsweise der Menschen verändert. Also, dass die Leute zum Beispiel intensiver über die Aufgaben nachdenken, dass sie sich vielleicht intensiver damit auseinandersetzen und dass sie deshalb vielleicht weniger Probleme in der Bedienung vom System haben. Ist auch wieder etwas, was natürlich nur für Concurrent Thinking Aloud gilt, für Retrospective eben nicht. Ein anderer Effekt kann auch sein, dass die Arbeitsgeschwindigkeit herabgesetzt oder verzerrt wird, weil man eben quasi zusätzlich noch was anderes nebenbei machen muss, weil man eben zusätzlich die ganze Zeit erklären muss, was einem gerade durch den Kopf geht. Das kann insbesondere dort problematisch sein, wo es darum geht, dass man sehr präzise und exakte Messungen, Zeitmessungen anstellen möchte. Das wäre eben dann zum Beispiel eine Situation, wo man sagen muss, besser kein Concurrent Thinking Aloud, weil es eben die Messwerte, die Messdaten verzerren könnte. Beziehungsweise der Nachteil von Retrospective Thinking Aloud ist eben, dass es ein höherer Zeitaufwand für alle Beteiligten ist. Es ist ein höherer Zeitaufwand für die Testpersonen und es ist auch ein höherer Zeitaufwand für sie, weil sie quasi nach der Erledigung der Aufgaben noch ein zweites Mal alle Aufgaben mit den Testpersonen durchgehen müssen. Das heißt, diese Abarbeitung der Tasks, die Zeit, die man dafür braucht, die verdoppelt sich ungefähr effektiv dadurch. In der Regel kann man, glaube ich, sagen, dass es in der Praxis meistens besser und sinnvoller ist, dass man Concurrent Thinking Aloud macht, weil es eben einen geringeren Zeitaufwand hat und weil es, weil die Nachteile nicht wahnsinnig schwerwiegend sind, zumindest für qualitative und für formative Tests, für summative Tests zur Erhebung von Zeitmessungen schaut es wieder anders aus. Also für viele qualitative Usability-Tests sind die Nachteile jetzt nicht wahnsinnig gravierend von dieser Concurrent Thinking Aloud-Methode. Beziehungsweise ist es natürlich auch so, dass bei Concurrent Thinking Aloud diese Schilderungen der Testpersonen besonders frisch und besonders unmittelbar sind, während die von Retrospective Thinking Aloud schon wieder ein bisschen weniger frisch und weniger unmittelbar sind, weil sie eben erst später stattfinden. Also ganz allgemeines Daumenregel würde ich Ihnen mitgeben, wenn es keine guten Gründe gibt, die dagegen sprechen, verwenden Sie die Concurrent Thinking Aloud Methode. Was auch noch ganz wichtig oder interessant in dem Zusammenhang ist, nicht alles, was die Testpersonen während des Tests sagen, ist gleichermaßen interessant und relevant. Sondern das, was wirklich interessant ist für Sie, ist das, was im Kopf der Testperson vorgeht und wie sie arbeitet, welche Erwartungen sie hat, welche Problemlösungsstrategien sie anwendet, quasi die Gedankengänge, die eine Testperson zur Lösung einer Aufgabe hat. Ebenso Dinge wie, dass sie einem erklärt, was sie gerade machen will, dass sie einem erklärt, was man vielleicht geglaubt hätte, dass passiert, wenn irgendwas Unerwartetes passiert oder wenn unerwartete Fehler auftreten, wo es quasi Abweichungen zwischen Erwartungshaltung und tatsächlichen Geschehnissen gibt, beziehungsweise alles, ja, wo einfach etwas davon abweicht, wie sich die Testperson etwas vorgestellt hat. Was weniger interessant ist, sind subjektive Meinungen, Designvorschläge oder reine Spekulationen. Also so etwas wie, ich finde, der Button sollte nicht blau, sondern rot sein, sowas kann man zwar mitnehmen, aber das ist grundsätzlich nicht das, was einen bei einem Usability-Test interessiert, weil die Testpersonen sind nicht da, um die Aufgabe des User-Interface-Designers oder der Designerin zu übernehmen, sondern die Testpersonen sind da, damit sie mit dem System arbeiten und ihnen zeigen, ob da Probleme auftreten. Beziehungsweise auch reine Spekulationen, rein hypothetische Annahmen, so Sachen wie,
Ich glaube nicht, dass andere Leute das auch so machen würden. Das ist einfach nicht hilfreich. Und wenn man dann solches Feedback von den Testpersonen bekommt, dann ist es meistens eine gute Strategie, dass man da einfach nicht drauf eingeht. Also wenn die Leute etwas Nützliches und etwas Interessantes sagen, so wie das, was sie da oben sehen, dann loben sie sie, dann motivieren sie sie, dass sie weitermachen damit. Und wenn sie was sagen, was sie eigentlich nicht interessiert, so wie das, was da unten steht, dann ignorieren Sie das einfach und gehen Sie nicht näher darauf ein und hoffen darauf, dass die Leute dann aufhören, dieses weniger interessante Feedback zu geben. Eine Variante von der Thinking Aloud-Methode gibt es auch noch, die sogenannte Co-Discovery-Methode. Ist, glaube ich, eher eine kuriose Variante von der Thinking Aloud-Methode und in der Praxis wahrscheinlich nicht wahnsinnig oft nützlich, aber ich wollte es zumindest der Vollständigkeit halber auch erwähnt haben. Und da ist die Idee dahinter, dass man quasi zwei Testpersonen während einer Testsession zusammenarbeiten lässt und dass die sich miteinander unterhalten über die Lösung der Aufgaben. Und das hat eben den Vorteil, dass da dieses Thinking Aloud, dieses Aussprechen der Gedanken durch die Kommunikation zwischen den zwei Testpersonen ersetzt wird. Und das ist natürlich eine viel natürlichere Situation, weil das ist eine natürliche Gesprächssituation, eine natürliche Unterhaltungssituation und hat dementsprechend meistens auch eine geringere Hemmschwelle im Gegensatz zu diesem klassischen Thinking Aloud. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Ansatz, der relativ stark verzerrt. Weil in der Regel ist es natürlich so, dass die meisten Software-Systeme typischerweise nicht dafür konzipiert sind, dass zwei Leute gemeinsam vom Computer damit arbeiten. Das heißt, es verzerrt quasi ein bisschen die Realitätsnähe der Anwendung oder der Verwendung des Systems. Beziehungsweise ein anderes Problem ist natürlich auch, dass man dadurch doppelt so viele Testpersonen braucht für dieselbe Anzahl von Testsessions, weil eben immer zwei Testpersonen in einer Testsession dabei sind. Wie gesagt, in der Praxis ist es, glaube ich, meistens oder fast immer empfehlenswerter, ein klassisches Thinking-Aloud-Protokoll mit einer Testperson anzuwenden. Aber vielleicht stolpern Sie ja irgendwann einmal über eine Situation, wo Sie sagen, ich glaube, da könnte diese Co-Discovery-Methode besser funktionieren. So, zum Schluss noch ein paar Tipps zur Durchführung von der Testsession. Zuallererst, wie schon gesagt und wie betont, achten Sie darauf, dass Sie für eine angenehme, neutrale, entspannte Atmosphäre sorgen, dass die Leute nicht gestresst sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie keine Angst haben. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Respekt umgehen. Das ist, glaube ich, eh selbstredend und selbsterklärend, wieso das sinnvoll und notwendig ist. Achten Sie darauf, dass Sie während der Testsession neutral bleiben, also dass Sie auch nicht anfangen, das Produkt im Kopf zu verteidigen oder dass Sie den Untersuchungsgegenstand im Kopf verteidigen, weil Sie irgendwelche Probleme sehen, die Sie nicht sehen wollen oder vor denen Sie die Augen verschließen wollen, sondern achten Sie darauf, dass Sie offen bleiben und dass Sie objektiv an die Beobachtungen herangehen. Achten Sie insbesondere auch darauf, dass Sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht sofort helfen, dass Sie überhaupt versuchen, möglichst wenig Hilfestellungen zu geben. Also Sie sollten möglichst wenig eingreifen in den Ablauf und möglichst wenig helfen. Selbst wenn die Leute um Hilfe bitten, sollten Sie versuchen, ihnen möglichst wenig Hilfe zu geben. Wenn Sie Hilfestellungen geben, dann sollten Sie diese Hilfestellungen auch protokollieren und festhalten in Ihren Aufzeichnungen. Ganz allgemein achten Sie darauf, dass Sie gute Aufzeichnungen führen, am besten gleich direkt vor Ort. Das heißt, auch wenn Sie Screen Recordings, Video Recordings, Audio Recordings machen, schauen Sie trotzdem, dass Sie direkt unmittelbar während der Testsession bereits möglichst gute Aufzeichnungen und Notizen vor Ort machen, weil das ist ganz einfach die unmittelbarste Möglichkeit, Beobachtungen anzustellen. Jede Form der Aufzeichnung, egal wie gut die ist, ist immer verlustbehaftet, ist immer weniger unmittelbar, als wenn Sie selber vor Ort im Raum mit der Testperson sind. Das ist die beste Chance, um gute Aufzeichnungen und gute Beobachtungen machen zu können. Achten Sie darauf, dass Sie die Aussagen, Zitate, Kommentare der Testpersonen in den Worten der Testperson aufzeichnen, also möglichst wortwörtlich, damit man nicht quasi schon während der Aufzeichnung anfängt zu interpretieren und damit dann quasi die Ergebnisse zu verfälschen, damit die Ergebnisse verfälschen könnte, dass man quasi durch diese Interpretation quasi die Objektivität der Beobachtungen gefährdet. Und ganz allgemein natürlich, je besser die Aufzeichnungen, desto einfacher ist es später für Sie, die Analyse durchzuführen und desto höher ist natürlich auch die Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gute, gehaltvolle Ergebnisse herausbekommen. Gut, so viel zum ersten Teil, zum Ablauf der eigentlichen Testsessions. Kommen wir als nächstes zu den Guidelines für die einzelnen Teammitglieder und genau, für die Beteiligten am Usability-Test, die das quasi operativ durchführen. Ich habe Ihnen eh letzte Woche schon diese Folie gezeigt, wo man eben sieht, es gibt eine ganze Reihe von Rollen und Verantwortlichkeiten, die bei so einem Usability-Test
zu berücksichtigen und zu besetzen sind. Und auch wie das letzte Mal schon gesagt, es ist, natürlich muss nicht jede von diesen Rollen von einer einzelnen Person übernommen werden, sondern eine einzelne Person kann natürlich auch mehrere von diesen Rollen übernehmen. Wichtig ist, dass man sich im Vorhinein bewusst ist, welche Rollen und Verantwortlichkeiten es gibt und wer welche Rolle übernimmt und wer wofür die Verantwortung hat. Und was ich in dem Zusammenhang auch als Tipp mitgeben möchte, auch für das dritte Übungsbeispiel, wenn Sie dann selber die Tests durchführen, ich würde Ihnen empfehlen, schauen Sie, wenn Sie den Test machen, dass zumindest zwei Personen bei den Test-Sessions dabei sind, weil so ein Usability-Test ist schon eine relativ dichte, kompakte Sache, wo relativ viel zu tun ist, wo man auf relativ viele Dinge achten muss. Und wenn man das komplett alleine macht, dann ist das schon manchmal hart an der Grenze von dem, was man quasi im Überblick behalten kann. Und oft ist es dann so, dass dann einzelne Aspekte darunter leiden. Also wenn man selber gleichzeitig der Moderator oder die Moderatorin ist und zusätzlich auch noch der Protokollant und die Protokollantin, da kann es dann sein, dass man mit der Moderation so beansprucht ist, dass man einfach keine gescheiten Aufzeichnungen und Notizen mehr machen kann. Das heißt, von mir der Tipp, wenn Sie so eine Testsession durchführen, würde ich Ihnen raten, dass Sie schauen, ob Sie da vielleicht zumindest zu zweit dabei sein können immer. Eine ganz entscheidende Frage bei jedem Usability-Test ist dann die Interaktion mit der Testperson. Weil grundsätzlich muss man sagen, dass jede Interaktion mit der Testperson den Test stören bzw. das Ergebnis verfälschen könnte. Also da geht es jetzt vor allem um Interaktion während der Aufgabenerledigung. Zu Beginn und zu Ende dürfen und sollen Sie natürlich mit den Testpersonen interagieren, aber während die Testpersonen die Tasks abarbeiten, sollte so wenig Interaktion wie möglich stattfinden. Also das ist quasi die Daumenregel, so wenig Interaktion wie möglich, so viel wie nötig. Das bedeutet auch, dass man sich überlegen muss, wer spricht während des Tests mit der Testperson, wann und wie sollten Testpersonen unterbrochen werden, beziehungsweise sollen die überhaupt unterbrochen werden, wie kann man ganz allgemein eine Einflussnahme auf die Testpersonen vermeiden oder minimieren und schlussendlich auch die Frage, wer entscheidet darüber, wann eine Testperson eine Aufgabe vollständig erledigt, vollendet hat. Zum ersten Punkt, wer spricht mit der Testperson, da bietet er sich in der Regel an, dass man eine Person definiert, die quasi für die Interaktion mit der Testperson zuständig ist. Das ist die Person, die man dann normalerweise als Moderator oder Moderatorin bezeichnet. Und dieser Moderator oder diese Moderatorin sollte die einzige Ansprechperson für die Testperson während des Tests sein. Und alle anderen sollten eigentlich überhaupt nicht direkt mit der Testperson interagieren. Wenn man diesen Kontakt quasi besonders stark minimieren möchte, dann kann man zum Beispiel auch schauen in einem Labor, in einem Usability-Test-Labor, dass man eine Gegensprechanlage verwendet, dass die Testperson quasi komplett alleine ungestört vor dem Computer sitzt und alle Beobachterinnen und Beobachter und auch der Moderator oder die Moderatorin befinden sich in einem Nebenraum und kommunizieren nur über eine Gegensprechanlage mit der Testperson. Muss man aber, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist natürlich eine relativ unangenehme Situation für die Testpersonen, wenn man da irgendwie alleine in einem Raum sitzt und weiß, man wird da jetzt von außen beobachtet und man sieht die Beobachterinnen und Beobachter nicht. Das ist eine heikle Frage, ist ein heikler Trade-off, dass man sich überlegen muss, was ist da wichtiger? Ist es wichtiger, dass man quasi die persönliche Einflussnahme minimiert oder ist es wichtiger, dass man für eine angenehmere Atmosphäre sorgt? Ich persönlich glaube, dass es in den meisten Fällen wahrscheinlich besser ist, wenn man den Moderator oder die Moderatorin ins selbe Zimmer setzt wie die Testperson. Zum Thema Unterbrechungen kann man sagen, eben wie gesagt, jede Form der Interaktion oder Unterbrechung sollte man vermeiden, soweit es möglich ist, weil die Testpersonen sollen die Aufgaben eben möglichst alleine und möglichst selbstständig lösen. Und die Testpersonen entscheiden auch darüber, wie und in welcher Zeit sie die Aufgaben lösen. Das heißt, sie sollen möglichst selbstständig, möglichst autonom, möglichst ungestört arbeiten können. Es kann sein manchmal, dass es notwendig ist zu unterbrechen, wie schon vorhin gesagt. Manchmal vergessen die Testpersonen, dass sie dieses Thinking aloud machen. Dann muss man sie daran erinnern, dass sie eben wieder reinkommen und dass sie wieder laut aussprechen, was ihnen durch den Kopf geht. Es kann auch sein, dass die Testpersonen zu schnell arbeiten, dass man vielleicht nicht mehr mitkommt, was da gerade passiert oder dass sie keine Pausen zwischen Aufgaben machen. Dann kann es notwendig sein, dass man die Leute unterbricht, um quasi das Tempo aus der Session rauszunehmen, damit man einem quasi nicht die Kontrolle über den Ablauf entgleitet. Und zu guter Letzt kann es natürlich auch immer technische Probleme geben, die dann Unterbrechungen notwendig machen. Beziehungsweise, wie in der letzten Vorlesung auch schon gesagt, bei sehr
frühen Usability-Tests, bei explorativen Usability-Tests mit sehr frühen Prototypen kann es auch sinnvoll sein, dass man ein bisschen mehr Interaktion mit den Testpersonen hat und zum Beispiel nach alternativen Lösungswegen fragt oder generell nach Input von den Testpersonen. Ganz allgemein kann man sagen, Unterbrechungen und Interaktionen mit den Testpersonen sind besonders dort zu vermeiden, wo es um exakte Messungen geht, wo es um die Sammlung von quantitativen Daten geht, wo es um summative Tests geht, wo es um Benchmarking geht, wo eben diese Unterbrechungen dann ihre Messwerte und Messdaten sehr stark verzerren können. Wenn der Fokus eher auf der Erhebung von qualitativen Daten liegt, dann ist es weniger schlimm, wenn es dann zu Unterbrechungen oder Interaktionen kommt. Sollte man aber natürlich im Testprotokoll in den Notizen auch festhalten, wenn es irgendwelche Unterbrechungen oder Hilfestellungen oder was auch immer gibt. Ein weiterer Punkt ist dann die Überlegung, wer entscheidet eigentlich über das Ende der Aufgabe und wie vorhin schon angesprochen, beziehungsweise wie man es auch im Video gesehen hat, grundsätzlich ist es so, dass die Testpersonen selbst entscheiden können und selbst entscheiden sollen, wann sie eine Aufgabe erfüllt haben, was grundsätzlich zu zwei möglichen Situationen führen kann, die eher unangenehm sind oder wo man sich überlegen muss, wie man damit umgeht. Einerseits ist es natürlich möglich, dass die Testperson mit einer Aufgabe fertig ist und alle Schritte durchgeführt hat und sich darüber aber nicht im Klaren ist, weil zum Beispiel kein ausreichendes Feedback gegeben wird, dass die Aufgabe jetzt erfolgreich abgeschlossen wurde. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass eine Testperson glaubt, dass sie eine Aufgabe bereits erfolgreich fertig gelöst hat, obwohl dies nicht der Fall ist. Und wenn Testpersonen nicht mitbekommen, dass sie einen Task erfolgreich erledigt haben, also quasi im ersten Fall, den man hier auf der Folie sieht, dann kann man sich überlegen, ob man die Testperson noch ein bisschen dahin arbeiten lässt, um zu schauen, ob sie irgendwann vielleicht von selber noch draufkommt, beziehungsweise früher oder später ist es in dem Fall natürlich sinnvoll und notwendig, dass man die Leute sagt, okay, wir brechen jetzt ab, weil du bist eigentlich eh schon fertig. Also man muss da die Leute dann auch nicht quälen, indem man sie minutenlang herumstolpern lässt, obwohl sie eigentlich eh schon fertig sind mit der Aufgabe. Auf der anderen Seite, im zweiten Fall, den man hier unten sieht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte. Wenn eine Testperson sagt, dass sie eine Aufgabe bereits gelöst hat, obwohl sie nicht fertig ist und man möchte vergleichbare Tests haben. Auch hier wieder der Hinweis, wenn Sie exakte Messdaten, Zeitmessungen zum Beispiel anfertigen, dann ist es oft ganz einfach notwendig, dass Sie vergleichbare Task-Abläufe haben. Und dann ist es in dem Fall sinnvoll, dass man die Testperson darauf aufmerksam macht, dass sie eben noch nicht fertig ist und dass sie bitte weitermachen soll. Beziehungsweise, wenn man das Gefühl hat, da gäbe es jetzt noch interessante Dinge draus zu lernen und da könnte man jetzt, da verspricht man sich jetzt noch interessante neue Ergebnisse, interessante neue Daten. Man möchte quasi so viel wie möglich lernen, dann ist es auch sinnvoll, dass man die Testperson bittet, trotzdem bitte weiterzumachen. Beziehungsweise, wenn man schon genug gesehen hat und wenn man sich nichts mehr davon verspricht, keinen neuen Erkenntnisgewinn mehr davon verspricht, dann kann man an der Stelle natürlich auch stoppen und zur nächsten Aufgabe übergehen. Grundsätzlich, wenn eine von diesen zwei Situationen auftritt, dann ist das aber auf jeden Fall ein bemerkenswertes Ereignis, dann ist das auf jeden Fall ein möglicher Hinweis auf eine Problemstelle und das ist auf jeden Fall etwas, was Sie in Ihren Aufzeichnungen und in Ihren Notizen festhalten und dokumentieren sollten. Gut, ja. Wie gesagt, während des Tests, während der Erledigung der Aufgaben sollte man versuchen, jegliche Art von Einflussnahmen zu vermeiden. Das bedeutet auch, dass man sich überlegt, wo überhaupt Einflussnahmen passieren könnten. Mögliche Quellen der Beeinflussung sind eben zum Beispiel Fragen, die man den Testpersonen stellt, beziehungsweise auch Antworten, die man auf Fragen von den Testpersonen gibt. Das heißt, wenn man Fragen stellt, zuallererst einmal, wenn Sie Fragen an die Testpersonen haben, warten Sie idealerweise bis nach dem Test und machen Sie es nicht während des Tests. Und wenn Sie Fragen stellen, dann schauen Sie, dass die möglichst neutral formuliert sind, dass die nicht irgendwie Suggestivfragen sind, die jetzt die Antwortmöglichkeiten der Testpersonen in eine bestimmte Richtung lenken oder verzerren können. Und auf der anderen Seite, was häufiger vorkommt, ist, dass die Testpersonen an Sie während des Tests Fragen richten und da ist es eben dann eben notwendig oder sinnvoll, dass man versucht, keine Antworten zu geben, die jetzt irgendwie das Testgeschehen verzerren oder beeinflussen könnten. Und da ist eine gute Strategie, wenn Fragen von den Testpersonen kommen, dass man die ganz einfach indirekt oder mit Gegenfragen beantwortet. Also wenn eine Testperson zum Beispiel fragt, habe ich das jetzt richtig gemacht, dann können Sie als Gegenfrage stellen, glauben Sie denn, dass Sie es richtig gemacht haben, ohne dass Sie Ihnen jetzt sagen, ob Sie es richtig gemacht haben oder nicht.
Zu guter Letzt, abgesehen von der Moderation und von der Interaktion mit der Testperson, eine ganz wichtige weitere Rolle bei jedem Usability-Test ist die der Protokollantinnen und Protokollanten. Das sind quasi die, die während des Tests zuschauen, Aufzeichnungen machen, Notizen anfertigen. Und auch hier gibt es bestimmte Anforderungen, die diese Protokollantinnen und Protokollanten erfüllen sollen. Zuallererst ist wichtig, jeder Protokollant und Protokollantin sollte das System, das Produkt, den Untersuchungsgegenstand gut kennen. Er sollte wissen, was er da vor sich hat, damit er versteht, was da eigentlich überhaupt passiert. Er sollte auch die Ziele der einzelnen Testaufgaben, der einzelnen Tasks kennen, damit er eben schon weiß, worauf man achten soll, damit man auch schon als Protokollant oder Protokollantin eine Vorstellung hat, was ist der richtige Weg ans Ziel oder was sind die richtigen Wege ans Ziel, damit man dann auch natürlich schneller draufkommt in der Beobachtung, wenn jemand von diesem richtigen Weg abweicht. Man sollte zu 100% seine Aufmerksamkeit auf die Testpersonen richten. Man sollte aktiv beobachten. Das heißt, da kann man sich nicht irgendwie zurücklehnen und passiv ein bisschen berieseln lassen und nur mit einem Auge hinschauen, sondern man sollte aktiv beobachten, was passiert und vor allem auch immer gleich mitdenken und sich überlegen, was sind die Implikationen von dem, was da passiert. Und in den Notizen aber darauf achten, dass man objektive Beobachtungen von subjektiven Eindrücken oder von subjektiven Meinungen trennt. Man darf natürlich schon auch subjektive Interpretationen, subjektive Eindrücke als Protokollant und Protokollantin festhalten. Das ist erlaubt und das ist auch wünschenswert. Aber wenn man es macht, dann sollte man darauf achten, dass man das irgendwie kodiert oder dass man das irgendwie so markiert, dass man im Nachhinein nachvollziehen kann, das ist jetzt eine objektive Beobachtung, das ist etwas, was geschehen ist und das ist etwas, was ich mir jetzt als Beobachter oder Beobachterin subjektiv zusammengereimt und da hineininterpretiert habe. Und auch nochmal der Hinweis, wie vorhin schon angesprochen, man sollte nicht das getestete Produkt in Gedanken verteidigen oder Probleme weglassen, nur weil man sie nicht wahrhaben will oder nur weil man glaubt, dass man sie eh nicht lösen kann. Kommen wir als nächstes zum dritten Punkt, um den es heute noch in der Vorlesung gehen soll, nämlich zur Datenerfassung. Also beim Usability-Test geht es ja darum, dass man etwas lernt, dass man Daten gewinnt, dass man Aufzeichnungen macht. Und deshalb ist Datenerfassung natürlich ein großes Kapitel, ein großes Thema, ein wichtiges Thema, wenn man Usability-Test durchführt, damit quasi das, was da geschieht, auch irgendwie festgehalten wird und damit man das auswerten kann und damit man es vor allem auch im Anschluss nach außen kommunizieren kann, dass man das quasi Auftraggeber oder Auftraggeberinnen, Entwicklerinnen und Entwickler weiter kommunizieren kann, was während so einem Test passiert ist. Und ganz grundsätzlich kann man zuallererst einmal unterscheiden, wenn man von Datenerfassung spricht, zwischen Aufzeichnungen und Datenerfassung direkt vor Ort, also quasi der Beobachtung direkt vor Ort oder der Auswertung von Aufzeichnungen, die während der Testsession gemacht wurden. Und grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, es gibt keinen Ersatz für die unmittelbar direkte Beobachtung direkt vor Ort, weil wie vorhin schon gesagt, jede Art der Aufzeichnung, egal wie gut die ist, jede Art von Videoaufzeichnung, Screen Recordings, Audioaufzeichnungen, die können noch so gut und umfassend sein. Es geht immer irgendetwas dabei verloren. Also es ist immer irgendwie verlustbehaftet. Man wird diese Situation niemals wieder in dieser Reichhaltigkeit rekonstruieren können, wie es während des Tests vor Ort mit der Testperson passiert. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Beobachtung vor Ort und dieses Notizenmachen vor Ort etwas ist, was unerlässlich ist und was man immer machen sollte, weil es dafür einfach keinen Ersatz gibt. Es gibt keinen vollwertigen Ersatz dafür. Der zweite Grund, warum das so wichtig ist, ist auch, wenn irgendwelche Unklarheiten auftreten, wenn sich irgendwelche Fragen ergeben, wenn sich irgendein Diskussionsbedarf mit den Testpersonen ergibt, dann kann man das natürlich auch nur live während der Testsession feststellen und dann kann man es auch direkt im Anschluss an den Test mit den Testpersonen diskutieren. Und auf der anderen Seite, wenn man quasi die Auswertung von den Aufzeichnungen auf 2-3 Wochen später verschiebt, da ist es dann oft schon zu spät, dass man diese Unklarheiten und diese offenen Fragen noch sinnvollerweise mit den Testpersonen diskutieren kann. Also aus meiner Sicht empfehle ich Ihnen, selbst wenn Sie noch so umfassende und gute Aufzeichnungen machen, schauen Sie trotzdem, dass Sie möglichst viel an Notizen und Beobachtungen direkt vor Ort unmittelbar live mit den Testpersonen mitnehmen, wie sie können. Der Nachteil von der Beobachtung vor Ort ist natürlich, man hat nur eine Chance. Wenn man was übersieht, dann ist es vorbei. Also wenn man bei so einer Live-Beobachtung etwas übersieht und nicht mitkriegt, dann ist es verloren, weil man hat nur diese eine Chance, dass man es
mitbekommt und sieht. Und da wiederum können jetzt eben Aufzeichnungen eine gute und nützliche Ergänzung zur Beobachtung vor Ort sein, weil man eben dann gegebenenfalls im Nachhinein noch einmal nachschauen kann, ob man vielleicht etwas übersehen hat. Es ist auch ganz allgemein nützlich für Dokumentation und Reporting, wenn man die Ergebnisse vom Test dann später nach außen tragen muss, wenn man einen Testbericht oder eine Abschlusspräsentation vom Test irgendwo geben muss. Es ist nützlich auch, weil sie es einem ermöglichen natürlich, dass man im Nachhinein zusätzliche Evaluatorinnen und Evaluatoren hinzuzieht, dass man quasi zusätzliche Leute hinzuzieht in die Analyse und Auswertung von diesen Aufzeichnungen, dass man das quasi anderen Leuten im Nachhinein vorlegen kann zur Beobachtung und Auswertung. Und insofern sind Aufzeichnungen, denke ich, eine wertvolle und eine nützliche Ergänzung zur Live-Beobachtung vor Ort, aber sie sollten nicht als Ersatz betrachtet werden. Vor allem muss man nämlich auch dazu sagen, man spart sich eh keine Zeit, wenn man die Auswertung der Aufzeichnungen auf später verschiebt, weil egal, ob man das jetzt live vor Ort 2 Stunden lang macht oder ob man sich nachher 2 Stunden lang eine Videoaufzeichnung anschaut, man muss die Zeit trotzdem investieren, die es ganz einfach braucht, um das Geschehene auszuwerten, zu analysieren und festzuhalten und zu dokumentieren. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt zur Datenaufzeichnung? Und ich glaube, die wichtigste und nützlichste Art der Datenerfassung während eines Usability-Tests ist gleichzeitig eine der am wenigsten spannenden, nämlich ganz einfach die Anfertigung von Notizen. Handschriftlichen Notizen oder vielleicht auch digitalen Notizen, auf jeden Fall von schriftlichen Notizen, wo man ganz einfach seine Beobachtungen notiert. Und typischerweise verwendet man dafür Logging-Sheets, die einem quasi eine Art strukturiertes Formular zur Verfügung stellen, um seine Notizen eben strukturiert gleich während des Tests festhalten zu können, dass man eben zum Beispiel darauf achtet, dass man bei allen Test-Sessions Anfangs- und Stoppzeit von der Session festhält, dass man bei jeder einzelnen Test-Session festhält, wer war die Testperson, die jetzt an dieser Test-Session teilgenommen hat, dass man bei jedem Logging-Sheet festhält, wer war der Autor, wer ist der Protokollant oder die Protokollantin, die diese Notizen gemacht hat, dass man ein strukturiertes Format bereitstellt, um eben zum Beispiel Aussagen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer festzuhalten, um Beobachtungen festzuhalten, um auch zwischen objektiven Beobachtungen und subjektiven Interpretationen unterscheiden zu können, dass man bei Beobachtungen und Aussagen bzw. bei Fehlern und Problemen, die man sieht, auch festhält, zu welchem Zeitpunkt das Ganze stattgefunden hat. Und damit am Ende auf jeden Fall eben gewährleistet ist, dass eine eindeutige Zuordnung von jeder Notiz, von jeder Beobachtung zu einem bestimmten Task und zu einer bestimmten Testperson und natürlich auch zu einem bestimmten Protokollanten oder einer Protokollantin möglich ist. Und als Empfehlung würde ich Ihnen deshalb mitgeben, wenn Sie solche Logging-Sheets vorbereiten, dann verwenden Sie ein eigenes Logging-Sheet für jeden einzelnen Teilnehmer und jede einzelne Teilnehmerin, für jeden einzelnen Protokollanten und jede einzelne Protokollantin und für jeden einzelnen Task. Das bedeutet natürlich auch, Sie brauchen ziemlich viele Logging-Sheets, weil wenn Sie 5 Testpersonen, 10 Tasks und 2 Protokollanten haben, dann brauchen Sie quasi 100 vorgefertigte Zettel, in die man das Ganze ausfüllen kann. Grundsätzlich muss man das Ganze natürlich nicht handschriftlich machen, man kann es auch digital am Computer erfassen. Ich würde Ihnen aber wirklich Stift und Papier ans Herz legen, weil Stift und Papier sind einfach eine großartige Technologie. Sie sind wahnsinnig flexibel, man kann damit sehr, sehr flexibel Notizen machen, man kann da auch aus einem vordefinierten Schema ausbrechen, wenn es notwendig wird. Man kann auch zurückhüpfen. Also so ein Stift und Papier ist wahrscheinlich viel, viel flexibler ganz einfach in der Handhabung als irgendein Spreadsheet oder irgendeine Excel-Tabelle, die Sie sich da vielleicht vorbereiten. Beziehungsweise der zweite große Vorteil von Stift und Papier ist ja auch, es ist einfach super, super robust und zuverlässig. Das ist einfach eine robuste Technologie. Bei digitalen Technologien, die sind weniger robust, da kann der Akku leer werden oder das Programm stürzt ab oder Ihnen fällt das iPad aus der Hand und dann ist es kaputt und dann haben Sie plötzlich Probleme. Stift und Papier funktionieren immer, oder sagen wir, sie funktionieren immer, solange sie nicht nass werden. Das heißt, Stift und Papier, wirklich meine Empfehlung für Sie, wenn Sie Notizen während eines Usability-Tests machen.
Eine weitere verbreitete Form für die Datenerfassung bei Usability-Tests ist der Einsatz von Fragebögen, die man eben typischerweise nach der Erledigung der Arbeitsaufgaben an die Testpersonen ausgibt. Und hierfür gibt es auch eine ganze Reihe von standardisierten oder etablierten Fragebögen aus der wissenschaftlichen Literatur oder aus dem industriellen Kontext, auf die man zurückgreifen kann. Und das ist auch etwas, was ich Ihnen dringend ans Herz legen möchte, dass Sie schauen, ob es gute, geeignete, standardisierte, etablierte Fragebögen gibt, die Sie verwenden können, bevor Sie sich hinsetzen und versuchen, selber einen Fragebogen auszuarbeiten. Weil auf den ersten Blick schaut so ein Fragebogen zwar wahnsinnig einfach aus, das ist einfach nur ein paar Fragen auf einem Zettel oder in einem Online-Formular mit Antwortmöglichkeiten. Da denken sich, glaube ich, viele Leute, dass ein Fragebogen etwas ist, was man sehr leicht und sehr schnell und sehr einfach vorbereiten kann. Und in der Praxis ist gutes Fragebogendesign aber wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und wenn man sich viele, viele Fragebögen anschaut, da gibt es unglaublich viele Fehler, die in diese Fragebögen drinnen stecken, wo es dann eben Suggestivfragen gibt oder wo die Antwortmöglichkeiten nicht zur Fragestellung passen oder wo die Fragen eigentlich irreführend oder missverständlich formuliert sind und so weiter. Also worauf ich hinaus will, es ist wirklich nicht trivial, einen guten Fragebogen zu konstruieren. Und deshalb schauen Sie zuallererst immer, gibt es schon einen guten etablierten Fragebogen, den ich einfach wiederverwenden kann, bevor Sie hergehen und sich Ihren eigenen Fragebogen selber zusammen Schustern. Und hier auf der Folie sehen Sie einige Beispiele. SUS, System Usability Scale, ein sehr, sehr bekannter, sehr verbreiteter Fragebogen, der sich auch dadurch auszeichnet, dass er sehr kurz ist, besteht nur aus 10 Fragen. Das ist auch oft ganz angenehm und ganz wünschenswert, dass man die Leute dann nicht mit einem endlos langen Fragebogen überfordert. Er ist, wie soll man sagen, er ist frei verfügbar und offen. Das heißt, da fallen keine Lizenzgebühren an, wenn Sie den verwenden. Er ist wahnsinnig gut in der Praxis etabliert. Der wurde in der Praxis schon tausende Male eingesetzt. Er wurde auch wissenschaftlich gut untersucht, dass man quasi gewährleisten kann, dass das, was diese Fragebogen zum Ausdruck bringen soll, auch tatsächlich das zum Ausdruck bringt. Es ist auch insofern gut, dadurch, dass dieser Fragebogen bereits häufig verwendet wurde, gibt es viele Referenzwerte, mit denen man dann quasi die Usability-Ergebnisse des eigenen Tests mit Referenzwerten aus Literatur und industrieller Praxis vergleichen kann und quasi sowas wie einen breiteren Vergleich mit einem allgemeinen Qualitätsstandard anzustellen. Und das ist auch ein Vorteil, der sich aus diesen standardisierten Fragebögen ergibt, dass sie eben auch ein Stück weit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglichen, dass sie eben sagen können, okay, ich habe jetzt bei diesem SOS-Score ein Ergebnis von 70 Punkten rausbekommen und damit befinde ich mich quasi im Industrieschnitt. Das ist jetzt quasi ein hinsichtlich der Usability als absolut durchschnittlich zu bewertendes System. Da werde ich auch nächste Woche beim Thema Auswertung noch einmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und abgesehen von so allgemeinen Usability-Fragebögen gibt es auch Fragebögen für speziellere Themen. Zum Beispiel der Attraktiv ist ein ganz interessanter Fragebogen, mit dem in erster Linie User-Experience-Aspekte, weitläufigere User-Experience-Aspekte, insbesondere auch Aspekte der ästhetischen Qualität von einem System untersucht werden können. Dieser IPANAS SF ist im Wesentlichen so etwas, wo man sowas wie die emotionale Grundeinstellung, den emotionalen Affekt der Testpersonen festhalten kann. Und der funktioniert in der Regel so, dass man diesen Fragebogen zuerst vor dem Test und nach dem Test administriert. Und dann kann man sich quasi anschauen, hat sich jetzt die Laune oder die emotionale Einstellung der Testperson durch diesen Test verbessert? Hat sie sich verschlechtert oder ist sie gleich geblieben? Oder auch zum Beispiel so etwas wie der NASA Task Load Index, das ist ein Fragebogen, den man einsetzen kann, um die Belastung der Testpersonen während des Tests abzufragen und zu erheben, also wie anstrengend die das empfinden. Und hier auf der Folie sehen Sie immer ein Beispiel von so einem standardisierten Fragebogen, das Beispiel von dem SOS-Fragebogen. 10 Fragen, die man eben auf dieser 5-stufigen Likert-Skala beurteilen kann, von Stimme stark zu bis Stimme überhaupt nicht zu. Werde ich aber nächste Woche auch nochmal auf diesen Fragebogen zurückkommen. An der Stelle aber auch noch ein Hinweis, der auch wichtig ist. Wenn Sie solche standardisierten Fragebögen wiederverwenden und aufgreifen, dann ist auch die Übersetzung eine durchaus heikle Sache. Die meisten von diesen Fragebögen
Fragebögen, die man in der Literatur findet, sind in englischer Sprache. Wenn Sie Ihre Tests in Österreich durchführen, dann werden Sie vielleicht eher einen deutschsprachigen Fragebogen brauchen als einen englischsprachigen. Und da kann ich Ihnen auch sagen, vom SUS-Fragebogen gibt es eine sehr gute Übersetzung, die von SAP gemacht wurde. Und die habe ich Ihnen auch im Two-Way-Kurs zum Download zur Verfügung gestellt, wenn Sie Interesse daran haben, diesen Fragebogen im Rahmen Ihres Tests zu verwenden. Also übersetzen Sie den nicht selber in Eigenregie auf Deutsch, sondern verwenden Sie am besten eine anerkannte und offizielle Übersetzung von den Fragebögen, wenn es eine gibt. Eine weitere wichtige Form der Datenaufzeichnung ist dann die Anfertigung von Audioaufnahmen. Audioaufnahmen vor allem super nützlich in Verbindung mit diesem Thinking Aloud-Protokoll, dass man eben ganz einfach aufzeichnet, was die Testpersonen im Rahmen von diesem Thinking Aloud-Prozess alles von sich geben und sagen. Das heißt, selbst wenn man keine Videoaufnahmen macht, kann es trotzdem interessant und nützlich sein, eben zumindest Audioaufnahmen nur für das Thinking Aloud zu machen. Ist auch eine große Arbeitserleichterung natürlich für die Protokollantinnen und Protokollanten, wenn man sich das Ganze im Nachhinein nochmal anhören kann, ist eigentlich, würde ich sagen, fast immer sinnvoll. Also solange Sie die Zustimmung und die Einwilligung von der Testperson bekommen, würde ich Ihnen immer empfehlen, dass Sie Audioaufzeichnungen machen, insbesondere auch, weil das ja etwas ist, was technisch sehr niederschwellig möglich ist, weil mit jedem handelsüblichen Smartphone können Sie heutzutage ganz problemlos Audioaufzeichnungen machen. Auf jedem iPhone ist eine Voice Recording App vorinstalliert. Auf Android ist, glaube ich, nichts vorinstalliert, aber da finden Sie Dutzende Apps im Play Store, die Sie sich runterladen und ausprobieren können. In jedem modernen Laptop ist ein Mikrofon eingebaut, das Sie verwenden können. Also rein technisch ist es auch sehr niederschwellig möglich, dass man solche Audioaufnahmen anfertigt. Eine weitere Möglichkeit ist oder Ergänzung zu Audioaufnahmen ist dann die Anfertigung von Videoaufzeichnungen bzw. von Screen Recording. Insbesondere Screen Recordings sind, glaube ich, sehr, sehr nützlich während eines Usability-Tests, um eben festzuhalten, was am Bildschirm passiert. Also das ist quasi eine Videoaufzeichnung vom Geschehen am Bildschirm. Und Videoaufzeichnungen der Testperson vor dem Computer ist, glaube ich, nicht immer wahnsinnig dringend nützlich und notwendig, dass man das macht. Es ist aber natürlich auch etwas, was heutzutage wiederum technisch relativ niederschwellig möglich ist, weil jeder handelsübliche Laptop hat sowieso eine Webcam integriert. Von daher ist es auch wieder relativ technisch niederschwellig möglich, dass Sie Videoaufzeichnungen von der Testperson vor dem Computer machen können. Das heißt, da kann man auch sagen, das kann man eigentlich auf Verdacht mitmachen, solange Ihre Testpersonen Ihnen die Einwilligung dafür geben. Was in dem Zusammenhang oft interessant und nützlich ist, sind Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, Videoaufnahmen, Screen Recordings und Audioaufnahmen aus unterschiedlichen Quellen zu synchronisieren und zusammenzuführen, damit die dann quasi in einer kombinierten Videodatei zur Verfügung stehen. Da gibt es einerseits eine Handvoll spezialisierten Tools für den Usability-Testing-Bereich, wie zum Beispiel Noldus Observer und Viso oder TechSmith More. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt erstaunlich wenig spezialisierte Software für Usability-Testing und ich habe auch das Gefühl, es wird immer weniger. Also viele Produkte, viele Usability-Testing-Tools sind in den letzten Jahren eingestellt worden. Dieses TechSmith More, das Sie da auf der Folie sehen, das war eigentlich lange Jahre sowas wie einer der Grundpfeiler von Aufnahmetools für Usability-Tests und der wurde jetzt vor ein paar Jahren komplett eingestellt. Also der ist end of life, können Sie nicht mehr kaufen, gibt auch keinen Support mehr dafür. Auf der anderen Seite ist es zum Glück so, dass es heutzutage sehr, sehr viele Alternativen für Videoaufnahmen, für Screen Recordings gibt. In den meisten modernen Desktop-Betriebssystemen wie macOS und Windows 10 sind solche Funktionen bereits direkt integriert. Unter macOS können Sie QuickTime für Screen Recordings verwenden, das ist auf jedem Mac vorinstalliert. Unter Windows 10 können Sie die Game Bar verwenden, um Screen Recordings zu machen. Das ist auch, glaube ich, in jedem Windows 10-Rechner automatisch mitinstalliert. Beziehungsweise als ein Tipp, den ich Ihnen noch mitgeben möchte, ein Software-Package, das Sie vielleicht eh kennen und das ich sehr vielversprechend finde für die Aufzeichnung von Usability-Tests, ist die sogenannte Open Broadcaster Software, OBS, ist glaube ich, sowas wie ein Standardwerkzeug für Streamer. Also die ganzen Twitch-Streamer, die verwenden das, glaube ich, sehr, sehr stark. Beziehungsweise wahrscheinlich auch viele Leute, die auf YouTube streamen. Und diese Open Broadcaster Software, die gibt Ihnen eben die Möglichkeit, dass Sie unterschiedliche Video- und Audioquellen von Webcams, Screen Recordings,
zusätzliche Videokameras, zusätzliche Mikrofone synchronisieren können und dass sie sich dann am Ende quasi eine konsolidierte Datei, wo alle diese unterschiedlichen Quellen synchron zusammengeführt sind, ausspucken lassen können. Und das ist einfach wahnsinnig nützlich, wenn Sie jetzt Aufzeichnungen aus verschiedenen Video- und Audioquellen machen wollen. Ist etwas mühsam in der Erstkonfiguration, meiner Erfahrung nach, aber wenn man die Erstkonfiguration hinter sich gebracht hat, dann funktioniert es sehr gut und auch sehr einfach. Und es ist auch eine kostenlose Open-Source-Software. Das heißt, da muss man jetzt auch nicht viel Geld dafür in die Hand nehmen. Gut. Typischerweise, wenn man jetzt einen Usability-Test durchführt, dann braucht man natürlich auch bestimmte Räumlichkeiten, in denen das Ganze stattfinden kann. Im Idealfall schaut das vielleicht ungefähr so aus, wie Sie es hier auf der Folie sehen. Das ist ein Usability-Test-Labor von Yahoo, war das, glaube ich. Da haben sie den Delicious Web Service getestet, ist schon einige Jahre alt. Delicious war ein Webservice, wo man eben online Bookmarks verwalten und taggen und auch teilen konnte. Und idealerweise wünscht man sich natürlich so etwas, wie man es hier in dem Foto sieht. Man wünscht sich einen Raum, der daraufhin ausgerichtet ist, dass man so einen Usability-Test durchführt. Man sieht hier im Hintergrund einen abgetrennten Arbeitsbereich für die Testperson, wo die quasi selbstständig alleine ungestört arbeiten kann. Dann in einem separaten Raum getrennt durch so einen Beobachterspiegel, wo man quasi nur einseitig durch den Spiegel durchsieht. Dann Platz für die Beobachter und Beobachterinnen, die eben bei dem Test zuschauen. Zusätzlich große Fernseher, auf denen der Bildschirminhalt von der Testperson live übertragen wird. Eine Gegensprechanlage, die einem zur Verfügung steht. Das ist so quasi der Idealzustand, der Traumzustand, den man sich vielleicht wünscht, wenn man jetzt seinen Usability-Test durchführt. Und grundsätzlich ist es natürlich wünschenswert, dass man so etwas hat. Man muss natürlich aber auch sagen, so etwas ist sehr teuer in der Einrichtung. Sowas steht einem oft nicht zur Verfügung. Und das Gute ist aber, man braucht es auch nicht unbedingt, um einen guten Usability-Test durchführen zu können, weil meistens kommt man mit sehr viel weniger schon aus. Meistens braucht es nicht viel mehr als einen Raum, in dem man ungestört arbeiten kann. Ein Büro zum Beispiel, ein Büroraum, wo man halt einen Schreibtisch hat, wo man zwei bis drei Stühle hat, einen für die Testperson, ein bis zwei Stühle für die Beobachter und Beobachterinnen, je nachdem, wie viele es sind. Videoaufzeichnungen, Audioaufzeichnungen, wie vorhin angesprochen, heute sehr einfach technisch niederschwellig möglich, weil eigentlich in jedem handelsüblichen Laptop alles an Hardware drinnen steckt, was Sie brauchen, um Audio- und Videoaufzeichnungen und Screen Recordings zu machen. Das heißt, man braucht nicht unbedingt wahnsinnig viel an technischen Equipment, beziehungsweise alles, was Sie brauchen, um einen Usability-Test durchführen zu können, haben Sie wahrscheinlich bei sich zu Hause in Ihrem Arbeitszimmer oder an Ihrem Arbeitsplatz ohnehin schon herumstehen und herumliegen. Gut, ganz zum Schluss noch ein paar Worte zu zwei Spezialthemen, wenn es um das Setup von einem Usability-Test geht. Zuallererst ein paar Worte noch zum Mobile-Usability-Testing. Mobile Apps sind natürlich ein Riesenthema, Smartphones sind eine wahnsinnig wichtige Technologie und grundsätzlich der Usability-Test von mobilen Applikationen oder von Smartphone-Apps oder von mobilen Webseiten ist grundsätzlich sehr ähnlich zum Testen von Desktop-Software. Also das Grundprinzip ist an und für sich dasselbe, wie wenn Sie eine Desktop-App oder eine Website auf einem Desktop-Computer testen. Es gibt aber ein paar zusätzliche Herausforderungen, die sich im mobilen Kontext ergeben können. Eine Herausforderung ist, dass man auf Smartphone-Plattformen sehr häufig mit technischen Einschränkungen der Plattform konfrontiert ist, weil ganz einfach Android und insbesondere iOS ein sehr restriktives Sicherheitskonzept haben und ihnen deshalb weniger technische Möglichkeiten plattformseitig zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, dass Werkzeuge, die für mobiles Usability-Testing zur Verfügung stehen, oft in ihrer Funktionalität eingeschränkt sein können, beziehungsweise dass man vielleicht direkten Zugriff auf den Quellcode vom untersuchten Gegenstand oder von der untersuchten Software braucht, damit man eben spezifische Logging-Frameworks direkt in die App, direkt in die Software integrieren kann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, in den letzten Jahren hat sich die Situation drastisch gebessert. Vor 10 Jahren war das wirklich noch ein Horror-Szenario, dass man für iOS und Android Usability-Tests durchführt, weil die ganz einfach technisch so eingeschränkt waren. Heute ist es so, dass sehr viel nützliche Funktionalität bereits direkt in den Plattformen, direkt in den Betriebssystemen integriert ist. Dass es zum Beispiel relativ einfach ist, so etwas wie ein Screen-Recording oder ein Screencasting von einem modernen Android- oder iOS-Smartphone auf einen Bildschirm, auf einen Beamer, auf einen Fernseher durchzuführen. Die zweite Herausforderung ist dann ganz einfach die Ergonomie.
Smartphones haben natürlich kleine, winzige Bildschirme und das bedeutet natürlich, dass man sich als Beobachter oder als Beobachterin sehr schwer tut, dass man irgendwas mitkriegt, was da passiert. Das macht es einfach schwieriger zu beobachten. Das klingt jetzt vielleicht trivial, aber das ist wirklich eines der Hauptprobleme, glaube ich, für Mobile Usability Testing. Und deshalb ist es in der Regel nützlich und empfehlenswert, wenn man mobile Usability Tests am Smartphone durchführt, dass man eben Screencasting einsetzt, um den Bildschirminhalt live vom Smartphone auf einen großen Bildschirm, auf einen Fernseher zu übertragen, weil sonst wird man sich einfach wahnsinnig schwer tun, dass man da irgendwas sieht und irgendwas mitbekommt. Und eine dritte Herausforderung kann sein, dass mobile Anwendungen natürlich sehr häufig irgendwo verwendet werden können. Die müssen jetzt nicht unbedingt an einem Schreibtisch benutzt werden, sondern die werden vielleicht auf der Straße oder in der U-Bahn, während man geht, wo auch immer benutzt. Und das wiederum kann es schwieriger machen, dass man quasi einen realistischen Nutzungskontext im Rahmen des Usability-Tests herstellt und simuliert. Das heißt, man ist da quasi ein bisschen mit dem Trade-off konfrontiert. Gehe ich hinaus ins Feld, gehe ich hinaus in die Welt, um die App in einem realistischen Anwendungs- und Nutzungskontext zu evaluieren, wo ich dann aber einen sehr hohen Verlust der Kontrolle über die Testumgebung habe, wo es mir sehr viel schwerer fällt, quasi die Testumgebung zu kontrollieren und auch einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Und auf der anderen Seite gehe ich ins Labor, wo ich quasi die Testumgebung sehr genau kontrollieren kann, verliere dadurch aber den realistischen Anwendungskontext. Also da ist man oft quasi ein bisschen zwischen den Stühlen gefangen, mit dem Trade-off konfrontiert. Ziehe ich jetzt die kontrollierte Umgebung und den kontrollierten Ablauf vor oder ist es mir wichtiger, dass ich einen möglichst realistischen Anwendungskontext realisieren kann? Zur Aufzeichnung von Usability-Tests gibt es eben dann die Möglichkeit, direkt die Protokollierung am Device zu machen mit Screen-Recording-Lösungen, die eben, wie gesagt, sehr häufig bereits direkt im Betriebssystem integriert sind oder indem man Screen-Sharing auf einem anderen Rechner macht und dann auf diesem anderen Rechner dieses Screen-Sharing einfach aufnimmt. Beziehungsweise sehr häufig kommt auch so zusätzliche Hardware zum Einsatz, wie Sie es hier unten sehen, wo man quasi dann irgendwelche Hardware-Vorrichtungen baut und konstruiert, mit denen man quasi den Bildschirm vom Smartphone ganz einfach mit einer Webcam abfilmt. Und das ist insofern vor allem sehr interessant, weil bei diesem Ansatz sieht man dann nicht nur das, was am Bildschirm passiert, sondern man sieht auch die Hand vom Benutzer oder von der Benutzerin und man sieht auch die Bedienung. Man sieht, wo die hintappen und was sie machen und wie die Interaktion stattfindet. Das heißt, diese Versuchsaufbauten mit so einer zusätzlichen Aufnahmehardware, wo man quasi mit einer Webcam von außen den Bildschirm oder das Smartphone abfilmt, sind sehr, sehr beliebt, sehr verbreitet auch für mobiles Usability-Testing, haben aber natürlich den Nachteil, dass sie ergonomisch recht stark einschränken, weil die Testperson muss quasi ständig mit der Hand mit dem Smartphone, mit dem Gerät unter der Webcam bleiben. Und sie sind natürlich auch nicht feldtauglich, sondern das ist was, das kann man nur im Labor in einer kontrollierten Umgebung machen. Gut, ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch kurz auf das Thema Remote-Testing zu sprechen kommen. Und ganz allgemein gesprochen, der Ablauf von einem moderierten Remote-Usability-Test ist grundsätzlich analog dazu, wie man einen persönlichen Test durchführt, mit dem einzigen großen Unterschied eben, dass die Testpersonen eben nicht direkt vor Ort anwesend sein müssen, sondern dass man die halt irgendwie remote virtuell dazuschaltet. Und im Wesentlichen braucht man dafür einfach nur irgendeinen Beobachtungs- und Kommunikationskanal, auf dem man einerseits den Testpersonen zuschauen kann und andererseits mit ihnen kommunizieren kann. Und klassische Videoconferencing-Software, sowas wie Zoom oder GoToMeeting oder Skype oder Microsoft Teams oder Google Meet oder was auch immer, sind eigentlich hervorragende Tools, um so einen Usability-Test jetzt eben ganz einfach remote durchführen zu können. Das heißt, dass Sie die Testperson zu sich einladen, dass sie zu Ihnen kommt, machen Sie einfach eine Zoom-Session mit der Testperson und führen den Usability-Test innerhalb von dieser Zoom-Session durch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Remote Usability Tests durchaus ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Also ich glaube, sehr allgemein kann man sagen, dass Remote Tests in der Regel eine intensivere Vorbereitung und Planung benötigen und sogar eine sehr viel intensivere Vorbereitung und Planung. Erstens, weil ganz einfach mehr technische Komponenten im Spiel sind, um so einen Test durchzuführen, weil sie quasi dafür sorgen müssen, dass sie
ihre Testpersonen überhaupt einmal in die Testsession reinbekommen, dass die quasi auch mit den Teleconferencing-Tools vertraut sind. Und auf der anderen Seite, während der Testsession selbst ist es auch notwendig, dass der Ablauf umso besser und sorgfältiger und gründlicher und auch vollständiger geplant und vorbereitet ist, weil ganz einfach in so einem Remote-Setting weniger Raum für eine spontane Improvisation bleibt. Weil wenn Sie mit den Testpersonen in einem Raum sitzen und das gesamte technische Equipment zur Verfügung stellen und da rennt irgendwas schief, dann kann man noch improvisieren oder dann kann man versuchen, noch im Moment quasi die Probleme zu beseitigen. Und auf der anderen Seite, wenn in so einem Remote-Setup irgendetwas schiefläuft, dann kann es oft sehr schwierig oder sogar komplett unmöglich sein, dass man diese Probleme ausräumt oder beheben kann. Und zusätzlich ist natürlich auch der zwischenmenschliche Umgang zwischen Moderatorin und Moderator und Testperson eingeschränkt, weil man eben alles nur über diese beschränkten Kommunikationskanäle, die einem vom Werkzeug zur Verfügung gestellt werden, durchführen kann. Und das heißt dann auch, dass man sich zum Beispiel sehr viel genauer überlegen muss, wie kann ich jetzt in so einem Remote-Setting zum Beispiel die einzelnen Tasks, die die Testperson erledigen soll, ausgeben, so dass ich quasi einerseits die Kontrolle darüber behalte, wie ich die Tasks ausgebe, andererseits aber auch so, dass ich mich vergewissern kann, dass die bei der Testperson ankommen, dass die sich die durchliest, dass sie sie versteht, dass nichts übersehen wird und so weiter. Also das sind durchaus, also das schaut jetzt vielleicht so aus, als ob das alles nur operative Details sind und das stimmt auch, es sind operative Details, aber es sind sehr wichtige operative Details, an denen dann schlussendlich der Erfolg oder das Scheitern von einem Usability-Test hängen kann. Gut, wie gesagt, Remote-Testing bringt Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass man keine bestimmten Räumlichkeiten, keine eigenen Räumlichkeiten dafür vorbereiten muss. Also normalerweise, wenn Sie den Test persönlich durchführen, dann müssen Sie im weitesten Sinne ein Testlabor vorbereiten, in dem die Test-Sessions stattfinden können. Das muss jetzt kein extrem ausgestattetes Testlabor sein, aber zumindest so etwas wie ein Büro oder ein Meetingraum, in dem man ungestört arbeiten kann, sollte zur Verfügung stehen. Das fällt natürlich weg, wenn man einen Remote-Test durchführt. Ein weiterer großer Vorteil, wahrscheinlich der größte und der zentralste Vorteil, ist die flexiblere Organisation, sowohl was die Zeit als auch den Ort betrifft. Also Zeit einerseits, weil die Leute eben nicht extra kommen müssen, sondern man muss quasi nur von zu Hause aus mal 1, 2 Stunden Zeit haben, um am Test teilzunehmen. Andererseits aber natürlich auch die geografische Unabhängigkeit. Das kann oft ganz entscheidend sein. Also wenn man es mit Testpersonen zu tun hat, die ganz einfach geografisch sehr weit entfernt sind, dann wäre das natürlich sehr aufwendig und sehr zeitaufwendig und auch sehr teuer, wenn man die jetzt extra herfliegen muss und das dauert dann tagelang und da entstehen hohe Kosten, nur damit eine Testperson am Usability-Test teilnehmen kann. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn man es mit Tests zu tun hat, die ein sehr hohes Budget haben und wo man es mit sehr speziellen Zielgruppen zu tun hat. Aber in der Regel wird man wahrscheinlich nicht extra Testpersonen einfliegen, nur dass sie an einem Usability-Test teilnehmen können. Und da bietet dann eben auch dieses Remote-Setup eine gute Alternative. Und zu guter Letzt ein weiterer Vorteil von so Remote-Testing ist auch, dass man dadurch die Usability-Tests natürlich in der natürlichen Umgebung der Testpersonen durchführen kann, weil die Testperson, die sitzt ja bei sich zu Hause am eigenen Computer, am eigenen Gerät. Auf der anderen Seite bringt Remote-Testing auch viele Herausforderungen bzw. Nachteile mit sich. Der allergrößte Nachteil aus meiner Sicht, und das ist auch analog zu dem, was ich letzte Woche zum Thema der Aufzeichnungen gesagt habe, wenn Sie nur über eine Videoconferencing-Software mit der Testperson verbunden sind, dann erhöht das natürlich enorm die Distanz zur Testperson. Da passieren einfach dann viele Dinge, die Sie nicht wahrnehmen können oder die sich Ihrer Wahrnehmung entziehen. Das ist immer verlustbehaftet, da geht immer was in der Beobachtung verloren. Das heißt, das hat nie dieselbe Qualität, als wenn Sie mit den Testpersonen wirklich vor Ort im selben Raum sind. Es geht die Unmittelbarkeit der Beobachtung verloren. Der zweite große Nachteil eben hat weniger Kontrolle über die Testumgebung. Wenn Sie einen persönlichen Test im Labor durchführen, dann ist es in der Regel so, dass Sie das gesamte Testequipment, mit dem die Testperson arbeiten wird, zur Verfügung stellen. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie die Möglichkeit haben, dieses Testequipment umfangreich vorzubereiten, umfangreich zu testen. Das fällt sehr viel stärker weg, bei einem Remote-Test, weil die Leute eben auf ihrer eigenen Hardware, auf ihren eigenen Geräten arbeiten müssen.
Es gibt ein viel höheres Risiko technischer Probleme, weil ganz einfach dieser zusätzliche Kommunikationskanal dazukommt, diese Videoconferencing-Software, die ja auch Probleme machen kann. Und zu guter Letzt, wenn es technische Probleme gibt, dann ist es eben auch in der Regel schwieriger oder oft wahrscheinlich sogar unmöglich, dass man diese technischen Probleme beheben kann, wenn man nicht vor Ort ist. Und das kann dann natürlich die gesamte Testsession in Gefahr bringen. Und dann kann es sein, dass man die gesamte Testsession absagen muss. Vielleicht noch auch ganz kurz, um noch ganz kurz bei diesem Punkt zu bleiben, mit weniger Kontrolle über die Testumgebung. Das ist sicher auch so ein Aspekt, der unterschiedlich stark ins Gewicht fällt, je nachdem, welche Art von Software Sie evaluieren. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn Sie eine Website oder eine Webapplikation, die direkt im Browser verwendet wird, evaluieren, dann ist es, glaube ich, relativ leicht, dass Sie eine Remote-Testing-Session vorbereiten, weil dann müssen Sie den Testpersonen quasi nur einen Link schicken und die machen das dann halt in ihrem Webbrowser auf und können quasi anfangen, loszuarbeiten und loszulegen. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Native-App, also eine native Applikation, native Software, die direkt am Rechner läuft und nicht auf irgendeinem Server, testen wollen, dann wird das Ganze schon wieder viel, viel schwieriger und viel problematischer mit dieser mangelnden Kontrolle über die Testumgebung, weil dann müssen Sie natürlich auch dafür sorgen, dass die Testpersonen überhaupt einmal den Untersuchungsgegenstand, die Software, die Sie testen wollen, erfolgreich installieren, dass Sie die erfolgreich in Betrieb nehmen. In vielen Fällen ist es auch notwendig, dass man für einen Usability-Test bestimmte Testdaten, also quasi Fülldaten, in die Anwendung einspielt, um ein realistisches Anwendungsszenario zu ermöglichen. Das ist auch wieder etwas, was schwierig ist, wenn die Testpersonen quasi selbstständig die Software in Betrieb nehmen müssen und dann vielleicht selbstständig diese Software mit Daten befüllen müssen. Beziehungsweise, wenn Sie es mit Remote-Testing von nativen Anwendungen, von nativen Applikationen zu tun haben, dann kann es, glaube ich, auch eine Überlegung sein, dass Sie sich überlegen, dass Sie eine Remote-Desktop-Lösung verwenden und dass Sie den Untersuchungsgegenstand, also die Software, die Sie testen, bei sich lokal am eigenen Rechner laufen lassen und dass dann die Testperson gegebenenfalls nur über diese Remote-Desktop-Lösung mit der nativen Applikation, die auf ihrem Rechner läuft, interagiert. Aber auf jeden Fall, Sie sehen schon, da kommen dann sehr viele unterschiedliche technische Bausteine zusammen, wo man sich eigentlich relativ viel überlegen muss, wie man da jetzt quasi die technischen Vorbedingungen herstellen kann, damit man den Test überhaupt einmal durchführen kann. Was natürlich auch noch ein großer Vorteil ist, wenn Sie diese Remote-Sessions machen, die Aufzeichnung der Test-Sessions ist natürlich super einfach. Also wenn Sie sowas wie Zoom hernehmen, das ist eigentlich ein großartiges Werkzeug für die Durchführung von Remote-Usability-Test-Sessions, weil es einfach alles an Features mit sich bringt, was man braucht. Sie haben Screensharing, Sie haben Videoübertragung, Sie haben Audiokommunikation, Sie können den Chat verwenden, um die Tasks auszugeben, Sie können Beobachter dazu schalten, die dann quasi als zusätzliche Participants einfach im Raum dabei sein können und zuschauen können. Sie können direkt im Werkzeug die gesamte Test-Session aufzeichnen als kombiniertes Videofile, wo dann Screen Recording, Video Recording und Audio Recording kombiniert werden. Also insofern ist es wirklich schon von der Software-Seite her zum Glück so, dass man diese Software, die man dafür braucht, sehr leicht bekommt und dass die auch schon recht gut und sehr gut funktioniert. Aber trotzdem, wie gesagt, eben viele Herausforderungen, die man bei Remote-Testing dann oft berücksichtigen muss. Beziehungsweise auch sowas, eine stabile Internetverbindung. Das ist auch etwas, wo man ja nicht davon ausgehen kann, dass die immer gegeben ist. Gut, aber so viel erstmal zum Thema Remote-Testing. Sie finden auch zwei interessante Artikel zu dem Thema im Tuwel-Kurs dazu verlinkt, wenn Sie sich da noch ein bisschen mehr damit beschäftigen und einlesen wollen. Da werden vor allem auch viele von diesen kleinen operativen Details schön angesprochen, die man eben berücksichtigen muss, wenn man so einen Remote-Usability-Test vorbereiten und planen möchte.